Vielen Dank für den Besuch, vielen Dank für den Applaus und besonders vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Ja, alle Achtung, hätte ich nicht gedacht, dass Sie recht haben, aber wo Sie recht haben, haben Sie recht. Da muss ich klein beigeben. Sie sind doch jünger und dadurch aufgeschlossener dem Zeitgeist gegenüber. Ja, alle Achtung, Gratulation, Sie haben recht gehabt. Ja. 1:0 für Sie ist in Ordnung. Schauen Sie, dass Sie weiterkommen, gehen Sie zurück in Ihr Kabäuschen und geben Sie ein Ruder hinten. Ja, er ist doch einige Jahre jünger als ich und dadurch aufgeschlossener. Und dadurch kennt er sich besser aus mit dem Zeitgeist. Er hat nämlich gesagt, das ist heute anders als früher. Das ist nicht mehr so, man muss nicht einen Inhalt bringen oder ein Programm. Wichtig ist das Verkaufen, also das Marketing der ganzen Geschichte. Gescheite Werbung machen, Plakate, Zeitungen, Radio, Fernsehen, Kinowerbung und dann die Karten verkaufen. Sie haben es gekauft, das Geld haben wir schon. Und das wäre eigentlich der Geschäftsvorgang, der wird damit dann erledigt, da muss man nicht irgendwas liefern. Ja, und es hat ja funktioniert. Sie haben mich verbeugt, sie haben applaudiert, ich mich bedankt. Wir haben jetzt noch 20 Vorstellungen in gleicher Länge in der Umgebung. Nein, ich bringe das nicht zusammen, ich bin da so altmodisch. Ich habe natürlich ein Programm vorbereitet, Nachspielzeit. Da wurde am Anfang immer gefragt, hat das mit Fußball zu tun? Sage ich, ja, vom Begriff her schon, weil das Wort kommt aus der Fußballsprache. Wir wissen ja, wenn ein Spiel nach 2x45 Minuten kein Ergebnis zeigt, wenn es unentschieden steht, dann muss nachgespielt werden, 2x15 Minuten. Wenn es wieder unentschieden ist, dann Elferschießen, dann Münzen werfen, weiß ich was da, das sind alles einfallen lassen. Bei wichtigen Spielen. Bei unwichtigen Spielen in der Meisterschaft gibt es ja Unentschieden auch, aber bei wichtigen Spielen, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, da wollen wir wissen, wer der Sieger ist und wer der Verlierer ist. Da gibt es kein Unentschieden. Und bitte, weil sonst könnten ja irgendwelche Wappler da umeinander gabeln, wenn das wurscht war. Und seinerzeit im Urfußball gab es ja auch kein Unentschieden. Im Urfußball, da streiten die Gelehrten noch immer, wo der herkommt. Die einen sagen aus England, die anderen aus China. Jedenfalls, ist an sich egal, aber jedenfalls war es damals so, da haben ganze Dörfer gegeneinander gespielt. Also ganze Dorfbesatzungen sind gegeneinander angetreten, mussten auch damals irgendein Gegenstand, ein Brotlaib damals vielleicht oder ein Stein, barfuß von einem Ort in den anderen treiben. Aber auch damals schon war das Ziel, genauso wie heute, die Wuchtel im Tabernakel des Gegners zu versenken. Nur haben diese Spiele oft wochenlang gedauert. Die haben den ganzen Tag umeinander, ging da mit den Stand, dann auf Nacht waren sie müde, Feierl gemacht, ein Superl gekocht, ein Lidl gesungen, ein bisschen geschlafen. Nächsten Tag ist weitergegangen. Wochenlang wäre heute undenkbar. Wenn man sich vorstellt, Stuckerau gegen Wiener Neustadt. Wochenlang wogt es über den Wienerwald hin und her, alle mit blutigen Haxen, keiner geht in die Hocken. Undenkbar. Daher hat man vor vielen Jahrzehnten schon Fußballspiele in Stadien verlegt, wo der Zuschauer auch besser sieht und man kann ihm doch das eine oder andere Nusskipferl auch verkaufen. Also wie gesagt, bei wichtigen Spielen kein Unentschieden und Unentschieden, es ist ja, wir haben das irgendwie eingebaut, wir wollen immer wissen, wer ist der Sieger, wer ist der Verlierer, auch in der Natur. In der Natur gibt es kein Unentschieden, ein Unentschieden ist unnatürlich. Nehmen wir die ganze Entwicklungsgeschichte her. Nicht? Also da hat es immer Sieger gegeben, die haben überlebt, diese Viecher, und dann die anderen, die verloren haben, die sind ausgestorben. Und wir wollen immer wissen, wer ist Sieger, wer ist Verlierer. Ich habe noch die Kinderfrage im Ohr von meinen Kindern und vom Enkelkind. In einem gewissen Alter fangen sie so zum Fragen an, wer ist stärker, der Löwe oder der Tiger? Was ja in der Natur schwer zu entscheiden wäre, weil die kommen dann gar nicht zusammen. Der eine in Asien, der andere in Afrika. Kommen ja nur zusammen, wenn sie mir zusammenharzen. Aber da
Die hätten auch nicht wissen wollen, wer stärker ist. Die hätten sich anschauen, sehr gestrafter. Bötschädel, yes. Aber wir wollen es wissen. Da gibt es eine kleine Anekdote von meiner Mutter Selig aus unserem Geburtsort Stenaz im Südburgenland, kroatisches Dorf. Die Mutter hat erzählt, während der Nazi-Zeit hatten die eine ungarische Lehrerin, warum weiß ich nicht, wahrscheinlich weil es Nazi war, und die Frau Biritzka genannt, und die hat die Kinder während des Unterrichts einmal gefragt: Kinder, wer ist der stärkste Tier der Welt? Und die Kinder haben sich gemeldet: der Löwe, der Tiger, der Löwe. Und sie hat gesagt: nein, Kinder, der Oroslein, was auf Ungarisch Wolfe heißt. Und die. Und die hat die Krawatten in Deutsch unterrichtet, weil es die Nazis so wirken. Ja, das ist ja dann so, wenn die Kinder dann älter werden, wenn sie schon ein Video gesehen haben oder einen Film gesehen haben, dann kommt ja die nächste Frage. Kann ich mich auch noch erinnern, dann kommt die Frage: wer ist jetzt stärker, der Löwe oder der weiße Hai? Das ist ja noch schwerer zu entscheiden, weil die kommen überhaupt nicht zusammen. Hexen, man haut den Löwen ins Meer, ne? Da war sicher der weiße Hai vorn. Aber auf der anderen Seite, wenn man den weißen Hai nimmt und in die sonnendurchglühte Steppe legt, war wahrscheinlich der Löwe vorn. Der hat sich hinter einem Dornenbusch verstecken und warten, bis der weiße Hai well done ist. Und will ihn dann aufessen, aber nicht von außen, weil er die raue Haihaut hat. Die Löwen sind doch schlau, die essen ihre Beutetiere meistens von innen, weil es innen wacher sind, die Viecher. Und durch irgendwelche Körperöffnungen eindringen und essen drin das Wache, als Beispiel die Leber. Also würde der Löwe warten, bis der weiße Hai, wenn er im Todeskampf das Maul so aufreißt, wieder vorne reingehen. Und die Weichen innen rein einmal essen, dann satt und müde, sie vielleicht einmal niederlegen, auf ein Schlafferl machen im weißen Hai, dann ausgeruht, übermütig, vielleicht die Haxen durchstrecken und als weißer Hai die anderen Löwen schrecken. Wäre gleich der Rudelchef, der Löwe. Ja, wir wollen immer wissen, wer ist stärker, obwohl es nicht immer geht. Es gibt nicht immer eine Antwort. Man kann nicht alles vergleichen, auch im Sport nicht. Man kann nicht sagen, wer ist besser, Skispringer oder Handballer? Was sollen die spielen? Nicht? Die hupfen runter, die schießen mit der Wuchtel drauf. Es geht nicht. Es geht nicht alles. Auch 100-Meter-Läufer gegen Speerwerfer zum Beispiel. Naja, das gangert. Das ginge. Ja, aber wie gesagt, Sieger, Verlierer, Entwicklungsgeschichte, immer wieder, die einen haben überlebt, die anderen sind ausgestorben, die Verlierer. Nur gibt es da manchmal, happert das ein bisschen. Ich habe mir das genauer angeschaut, es gibt ja Tiere in der Entwicklungsgeschichte, da muss das irgendwie anders gegangen sein. Die haben nicht wirklich gekämpft und sind trotzdem ausgestorben. Mein Lieblingstier aus der Entwicklungsgeschichte, der Säbelzahntiger, wunderschönes Tier, nur mehr auf Bildern zu bewundern. Ein Riesentiger mit diesen elfenbeinfarbenen Eckzähnen, die mörderischen Dolche. Der war ja jahrtausende lang wirklich der König der Tiere. Der hat seine angepassten Beutetiere gehabt, hat das schön gehabt. Das waren so Giraffenvorläufer, die waren so Schulterhöhe so und dann da den Hals auf. Und die haben genau passt auf ihn. Weil da hat er sich aufgestellt, eine Bissen, alle vier Halsschlager da durch, ist zu Boden gefallen und er hat es aufgegessen dann. Und irgendwann ist aber der dann ausgestorben. Jetzt habe ich gedacht, wieso ist der ausgestorben? Der hat ja keine Feinde gehabt. Ich meine, am Anfang habe ich gedacht, vielleicht, dass er Eiszeit gekommen ist, was für seine Beutetiere nicht so gut war durch diesen langen Hals, dass die dann immer Halsentzündung oder was gehabt haben. Zweimal zwei Meter Seitenstrang ist er Potz nach China, hat er zusammengekommen. Und dass er das Aas halt dann nicht essen wollte oder was weiß ich. Nein, es war anders, habe ich dann erfahren, aufgrund meiner Forschungen. Der war zu erfolgreich. Der hat alle diese Giraffen zusammengefressen, dann war keiner mehr da, da ist er verhungert, tot umgefallen und weg war er. Also der hat nicht gekämpft, aber trotzdem verloren. Ging sich selber praktisch. Der hat sich selber besiegt und ist dann ausgestorben. Aber dann auf der anderen Seite gibt es wieder Tiere in der Entwicklungsgeschichte, die haben auch nie gekämpft, haben aber immer gewonnen. Kakerlaken beispielsweise. Sind überall, auch hier im Saal, wenn sie dann rausgehen, werden sie hervorwuseln und rascheln und über den Boden laufen. Und die Schurken auch schon beim Ausziehen, gell? Ja, und die sind nicht zum Umbringen, die Kakerlaken, seit Hunderttausenden von Jahren. Die werden uns auch überleben. Die gewinnen immer, kämpfen nicht und gewinnen immer. Die sind aber nicht hoffärtig oder was, dass sie stolz sind, dass sie sich plakatieren, denn ich bin die Kakerlake, ich gewinne immer. Nein, bescheiden, bleiben in ihren Ritzen, bescheiden und gewinnen immer. Sie sind wie die Industriellenvereinigung praktisch, könnte man sagen. Ich meine, und sie gewinnen immer. Ja, und diese Sieger-Verlierer-Situation gibt es auch in unserer Entwicklungsgeschichte. Nehmen wir uns, den Menschen. Homo sapiens sapiens, der moderne Mensch.
Wir waren ja seinerzeit in Form unserer Vorfahren nicht alleine auf der Welt. Es gab auch noch eine zweite Art von Menschen, den Homo sapiens neanderthalensis, den oft geschmähten Neandertaler, der immer als Trottel dargestellt worden ist. Ich kann mich noch an die Schulzeit erinnern. Der Neandertaler war immer Trottel, nicht schier, mit der frierenden Stirn und seinem Kodern gehabt. Und immer der Neandertaler Schimpfwort. Denken Sie an die schwarzen Autonummern, wie noch war, nicht? Mit einem N. Ja, der tolle Trottel kann sich heute fahren, bleibt daheim, Furchenscheißer vor dem Traktor. Also immer, immer wieder diskriminiert worden. Ja, für die wissenschaftlich Versierten möchte ich noch hinzufügen, dass ich es auch weiß. Gell? Ich weiß, seit einigen Monaten weiß man, man hat eine dritte Menschenart entdeckt auf der Insel Flores, den Homo sapiens florentiensis. Der wird beschrieben so groß ungefähr. Grapefruit, große Köpfe haben die gehabt, sagen sie. Aber ich glaube, der ist gar nicht ausgestürmt. Den sehe ich immer im Rückspiegel, der fährt hinter mir mit dem Auto. Mit einem Baseballkappe auf und die Lauscher. Ja, aber da. Ja, aber zurück zum Neandertaler. Mir ist dann gestört, dass der immer so abgetragen wird und immer so beschimpft wird. Und ich habe mich dann des Neandertalers angenommen, habe mich der Paläoanthropologie zugewandt, habe da sehr viele Forschungen betrieben, Studien an Ausgrabungen teilgenommen, Forschungen finanziert. Und im Zuge dieser Forschungen sind wir draufgekommen, der Neandertaler, der war nicht so deppert. Der war erfolgreicher als unsere Vorfahren. Der war größer, war muskulöser. Ein höchst erfolgreicher Jäger, hat man erkannt an den Bissspuren, an den Zähnen und an den Knochen, was er da gegessen hat. Also er war höchst erfolgreicher Jäger, war tadellos benannt, hat sich schon bekleidet, hat sich in Felle gehüllt, hat schon Erfindungen gemacht, das Knopfloch schon erfunden gehabt, Knopf noch nicht, aber doch. Der war tadellos unterwegs, der war nicht so deppert. Ja, und hat viele Erfindungen gemacht, hat den Löffel schon erfunden, 100.000 Jahre vor unseren Vorfahren. Allerdings mit dem Bugel oben hat er nicht mehr herumtragen. Irgendwann muss er einen Wecker gehabt haben, einer von uns hat ihn gefunden, umtrat, da schon, da kann man super lesen. Zufällige Geschichte. Ja, und der Neandertaler hatte auch eine größere Hirnmasse im Verhältnis zum Körpergewicht als unsere Vorfahren. Das heißt, der hat sicher sehr gut denken können. Nur die Funde zeigen, da in dem Bereich war er anders. Also reden hat er wahrscheinlich nicht können, also hat er sicher nicht können. Aber denken hat er super können. Der hat denken können, Kopf rechnen. Wurzel ziehen, Kreinwurzeln oder Kubikwurzeln aus 15-stelligen Zahlen, hat er im Kopf ausgerechnet, konnte aber das Ergebnis nicht sagen, weil er nicht reden hat können. Hat aber richtig gerechnet gehabt, hat nur die Gegenprobe gemacht. Hat es aber niemandem mitteilen können. Also der war uns da sicher weit überlegen. Und wir waren viel schwächer, viel kleiner und viel kleineres Hirn, aber wir haben reden können, das war unser Vorteil. Jetzt haben wir mit der Zeit alles abgeschwatzt, weil der hat ja Kunstgegenstände auch schon hergestellt. Das zeigen die Funde, der hat herrliche Broschen gebastelt und die hat er sich irgendwann einmal aufgegeben auf sein Fell und wird einer von unseren Vorfahren hingegangen sein und wird gesagt haben, ja, der tolle Blader, wie schaust du denn aus jetzt? Ja, das da, was hast du denn da oben? Dann gibt er das runter, schaust aus wie ein Trottel. Der hat es runtergegeben, wir haben es gehabt. So ist die Geschichte gelaufen. Der hat ja auch Behausungen gehabt, lange vor unseren Vorfahren. Hat sich Höhlen gegraben oder natürliche Höhlen bewohnt. Während unsere, hat er drin sein Mammutbiegel gegessen am Feuer, während unsere Vorfahren draußen in der zugigen Steppe ein Birlholz zusammengestellt haben. Und sind dann zusammen drin gesessen und haben neidig in die Höhle reingeschaut. Aber auch das haben wir geschafft. Ja, da ist einer hingegangen, hat ihm ausgeklopft und gesagt, ja, der Toller, komm mal raus, ich zeig dir was. Schau mal da drüben die Gazelle, die hat was. Die hatscht. Die hat einen Batschen links hinten. Muss leicht zum Erwischen sein. Der hat es gesehen, ist er nachgerannt, die Verwandten alle hinten nach und kamen uns weg, waren wir in der Höhle drinnen. Und haben uns schon ausgebracht, wie er zurückgekommen ist mit der erbeuteten Gazelle über den Schultern, wollte er in die Höhle hinein, haben wir gesagt, nein, wir kaufen nichts. Wir haben gerade einen Mammutbiegel gegessen, wir kriegen eine Gazelle gar nicht runter. Eingefrieren können wir es auch nicht, weil gerade keine Eiszeit ist. Der Kühlschrank wird jetzt in 2 Millionen Jahren erfunden. Und jetzt hat er wieder eine wollen und haben gesagt, du willst da rein? Da kannst du nicht rein. Das ist unsere Höhle. Da sind wir doch schon ewig drin. Nicht? Da sind nur die Knochen vom Urgroßvater, was umeinander liegen. Jetzt hat der nichts sagen können, weil er nicht reden hat können. Sie traurig umdreht, weggegangen, in der Schlucht gesprungen, die Verwandten alle hinten nach und weg war er. Und wir waren Sieger, ohne gekämpft zu haben. Weil beim Kampf, der hätte uns mit einem Faustschlag, hätte uns der ja erledigt damals. Und so haben wir uns durchgesetzt. Und da gibt es auch noch andere Auseinandersetzungen, die
wo es einen Sieger und Verlierer gegeben hat, ohne dass gekämpft wurde wirklich. Zum Beispiel Weltsysteme sind gegeneinander angetreten. Denk mal zurück, noch im vorigen Jahrhundert, die großen Weltsysteme, das sozialistisch-kommunistische System auf der einen Seite und das kapitalistisch-demokratische System auf der anderen Seite. Oder wie man früher gesagt hat, Osten gegen Westen. Nicht? Der Osten ist ja dann zugrund gegangen, da hat man dann eine Zeit lang gesagt, der ehemalige Osten. Aber jetzt haben sie umbenannt die Kompassrose in Westen, 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 also dass man da praktisch nicht rauskommen kann. Oder wie man im Volksmund gesagt hat, Russen gegen Armee. Der Kalte Krieg, jahrzehntelang hat der getobt. Man hat lange nicht gewusst, wie wird's ausgehen, auf welche Seiten sollte man sie hauen. Und dann, so nach der Mitte des vergangenen Jahrhunderts, hat sich abgezeichnet, dass wahrscheinlich die Armee fuhren sein werden. Warum? Weil sie die besseren Produkte gehabt haben. Bitte, die immer. Die Armee haben schon gehabt einen Metallisé-Lack auf die Autos, wo die Russen am Moskvitsch die einzige Farbe, was gegeben hat. Rost! Die Armee haben schon Becherhalter gehabt in die Autos, wo die Russen immer noch den Wodka zwischen den Schenkeln transportiert haben. Entweder einen warmen Wodka oder eine Blasenentzündung und so ist es weiter. Auf allen Gebieten waren irgendwie die Armee fuhren. Auch was die Sprache betrifft, da sind ja die Russen irgendwann selber draufgekommen und haben zu sich selber gesagt, auf Russisch natürlich, wir reden so schier Russisch und die Armee reden so cool Englisch. Ja, das ist schon ein Unterschied. Ich meine, in einem Film, ob einer sagt, Stoy oder Freeze, Motherfucker, ist er einfach cooler, kein Vergleich. Kaukasischer Ziegenhirt gegen einen Cowboy mit 2,45er Kreuz. Nein, auf allen Gebieten, auch in der Lyrik, in der Musik. Jewgeni Jewtuschenko gegen Bob Dylan. Man verstand hat man beide nicht, aber der eine hat zumindest, Englisch unverständlich gesungen. Also, es war ein ungleicher Kampf. Der russische Bär gegen den American Eagle, der in die Lüfte steigt und von oben seine Macht herzeigt. Und obwohl der russische Bär 8 Monate Winterschlaf, da kann ja nichts werden draus. Und jetzt hat gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts ist ein sowjetischer Staatschef draufgekommen, dass da die Fälle davon schwimmen und hat eine Rettungsaktion gestartet. Der hat die besten Köpfe der Sowjetunion zusammengerufen, lauter gescheite Leute. Atomphysiker, Weltraumphysiker, Chemiker, Erfinder, Techniker aller Arten, Philosophen, Dichter, die gescheitesten Leute. Und hat die zusammengeholt und hat gesagt, die sollen sich Gedanken machen und sollen ein Produkt entwickeln, das mit den westlichen Produkten mithalten kann. Und die haben sie dann zusammengesetzt und haben ein Brainstorming gemacht. Das heißt auf Russisch Brainstorming. Und haben ein Produkt entwickelt, und zwar eine sowjetische Blue-Jean-Hose. Hat geheißen Jeanse Indigo Oktober. Eine wunderschöne, wunderschöne Hose, ein toller Stoff, also Hightech-Stoff, also ein Nebenprodukt der Weltraumforschung. Hat im ganzen Weltraum praktisch mitgebracht, wie die Armee ja auch. Nicht? Die Armee des Teflonpfandl seinerzeit, da haben sie aus dem Weltraum mitgebracht. Die ersten Armee-Astronauten haben ja Gusspfandl mitgehabt. Weil wegen einem Gewicht haben gesagt, das ist wurscht in der Schwerelosigkeit. Aber Wenn sie dann Spiegeleier gemacht haben, das hat sie so angelegt, haben sie es runtergekratzt, dann sind die Bresel in der Kapsel herumgeflogen. Und dann haben sie das Teflonpfandl und so reingeflutscht, ein bisschen abprasselt und dann ist das Pfandl weggezogen und die Eier sind wie. Wie Frisbee. Die haben es aus der Luft angegessen, wie der Hund die Frisbee-Scheibe. Und so haben die Russen den Stoff für die Indigo Oktober, Jeanse, damit, war wunderschöne Hosen, war tadellos von den Eigenschaften, war schussfest, da hat sich die Kugel auf den Schützen zurückgeprallt. Nur, sie hat sie nicht so cool geschoppt wie die westlichen Jeans. Sie hat sie da nicht so geschoppt. Die russische Jeans, die war mehr wie zwei so Polokalrehlen, ist die. War mehr eine Stehhosen. Also, und der Bar, wenn man gestanden ist, hat es cool ausgeschaut. Für den Abgang hat man ein Abteischerl machen müssen, dass man gesagt hat, da schau, fällt da jetzt der Kronleuchter runter. Und wenn alle geschaut haben, schnell davon. Und die hat sich auch nicht so cool angestessen da hinten, diese Jeans. Die, wenn man gegangen ist, die hat Furchen gezogen im Asphalt. Wie ein Speikraffen. Wir wissen auch das Ergebnis, also die Sowjetunion, der Osten quasi ist zugrunde gegangen, war der Verlierer und die haben dann WO gegeben und ja, das Ganze hat geendet und die Armee waren vorhin, der Westen hat gesiegt. Es war ganz klar, dabei, es ist ja so, heute tragen wir ja so, früher haben wir ja gesagt, die Ostprodukte, das war ja der Klumper, der Ostklumper, das hält nichts, das ist ein rohes Zeug, mit dem kann man nichts anfangen. Dabei haben die schon gute Sachen gehabt da, also ostdeutsche Uhren oder russische Uhren und so weiter.
also, und tadellose Produkte. Heute kann man es ja nehmen, heute kann man es ja tragen. Heute ist es in, wenn man ein Leiberl tragt mit SSSR drauf, also CCCB, wie wir es lesen würden. Und heute ist es in. Und ich habe mir selber schon so Sachen besorgt, ich habe mir russische Soldatenpelzmütze vor 2 Jahren besorgen lassen, weil heute kann man das tragen. Und das war, ich habe es einmal aufgehabt, habe ich so ein Eck 10 gekriegt. Ich weiß nicht. Der dürfte wahrscheinlich Tschernobyl bewacht haben und unter den Kappe der Feuze und in die Stiefeln verschwunden. Muss auf einen Schiefer hängen geblieben sein. Mein Haber hat das abgedruckt, hat mir das geschenkt. Nein, aber die haben schon gute Sachen gehabt, da braucht man gar nicht reden. Aber das Image haben sie nicht gehabt, die Sachen. Auch diese Uhren. Ich meine, vor 2 Jahren, zu Weihnachten, habe ich mir selber geschenkt, eine russische Fliegeruhr, Palyat Aviator, wunderschöne Uhr. Beim Fliegen habe ich es nicht oben, weil man nicht sieht, wie spät es ist. Also es ist... Das ist ein 72-Stunden-Zifferblatt mit mikroskopisch kleinen Ziffern. Da muss man lang schauen, bis man sieht, wie spät es ist. Sind aus seinerzeit viele Kampfpiloten beim Auf-Durchschauen in Kaukasus reingetunnelt. Ein Jahre später ausgegraben worden, der war skelettiert, die Uhr ist noch gegangen. Also, robuste Produkte, da hast du mit dem Panzer drüber fahren können über die Uhr, war der Panzer hin, die Uhr ist weitergegangen. Nein, das wollte man, das ist auch ostgeumpert. Wir wollten das Westliche mit dem Image. Ich kann mich noch genau erinnern, es war Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, habe ich mir meine erste Seiko-Digital-Uhr gekauft damals. Ich war so ein Kropfen war das, wie ein schwarzes Germknädel. Wir waren an der Boxhandschuhe aufgerutscht. So ein Wascher. Und da war der Begriff Display, der war damals noch nicht gängig. Da war so ein schwarzer Bildschirm drauf, Da hat man mit 2 Händen auf die Uhr schauen müssen. Da hat man so einen Knopf reindrücken müssen. Dann ist rot aufgeglüht, sind so Stricheln wie hingelegte Strafhützeln. Und da hat sich eine Ziffer zusammengesetzt. 4 zum Beispiel, das hat geheißen 4 Uhr früh oder 16 Uhr. Und wenn man auf die Uhr geschaut hat, hat man so ein rotes Gesicht gehabt. 8 Sekunden lang, dann war die Batterie leer. Dann bin ich zum Uhrentandler, sage ich, Herrn, Sie brauchen eine neue Batterie. Sagt er, nein, ich habe jetzt ein Ladegerät, wo man so Starterkabel anzwickt. Da bin ich doch ein Weil gestanden, 5-6 Stunden. Da haben wir ins Plaudern gekommen und hat gesagt, na, nächstes Jahr kommt eine raus mit Minuten. Sag ich, nein, ich brauch's nicht so genau. Die 2-mal in der Woche, was ich auf die Uhr schaue, dann komme ich eh nach lang. Ein völliges Klumpert, aber aus dem Westen, daher haben wir das haben wollen. Ja, wir wissen das Ergebnis, der Westen hat sich durchgesetzt, wie der Herr Fukuyama in seinem Buch Ende der Geschichte beschreibt. Es hat sich durchgesetzt, die freie Marktwirtschaft und die Demokratie. Auf Deutsch gesagt, der Kapitalismus hat gesiegt. Und das haben die Russen auch eingesehen, haben wir auch gegeben und wollen jetzt selber Kapitalisten werden. Müssen aber die Kapitalismusgeschichte im Zeitraffer jetzt durchlaufen, bis sie endlich unseren herrlichen westlichen Bussi-Bussi, ich hab dich lieb, Humankapitalismus erreicht haben. Weil die sind dabei noch beim Raubkapitalismus, wo ein paar alles zusammenhappen tun. Wird aber jetzt dann eh schnell gehen. Ja, es hat sich durchgesetzt, die freie Marktwirtschaft. Das ist das Tolle. Wir können alles verkaufen mit diesem siegreichen System. Und es muss alles verkauft werden. Was man nicht verkaufen kann, ist nichts wert. Es muss alles verkauft werden. Ob das jetzt Waren sind oder auch Politiker zum Beispiel, müssen sich selber verkaufen. Ich meine jetzt nicht so korruptionsartig, aber an uns sich verkaufen, damit wir sie kaufen. Sie müssen dauernd herumrennen, schauen, dass sie ein Foto kriegen, wie unser Vizekanzler jetzt kürzlich beim Schwarzenegger war und ist so lange hinter ihm umgesprungen, bis er gesagt hat, jetzt setz dich nieder, sonst halt auch Arschnobe. Da hat er aber schon sein Werbefoto gehabt. Und es muss alles verkauft werden. Nachrichten müssen auch verkauft werden. Das hat mir so gut gefallen, jetzt wie der letzte Papst wieder gestorben ist, da haben sie dann geschrieben in den Zeitungen, normalerweise früher beim Papstbegräbnis, weiß ich ja, waren immer so im Schnitt 43.256 Leute. Da haben diesmal die Zeitungen geschrieben, wahrscheinlich kommen 5 Millionen. Da haben die Leute gesagt, 5 Millionen? Na, das schaue ich mir an. Sind sie hingefahren, haben sie alle selber gesehen, ah ja, wirklich, 5 Millionen? Doch recht gehabt, die Zeitung. Ja, und es muss alles verkauft werden. Und mir gefallen ja oft die Leute besser, die hinter den Politikern stehen und uns die verkaufen, als die Politiker selber. Also mich fasziniert ja der Bursche, der hinter unserem Finanzminister steht und uns den Finanzminister verkauft. Wir kaufen immer dauernd, also ich zahle laufend ein. Und ist aber nicht so, dass man sie dann mitnehmen kann und irgendwo weghauen oder die Uhren halt dran. Nein, das bleibt schon dort, wo er ist. Aber wir kaufen ihn dauernd. Und der Typ, der uns den verkauft, der fasziniert mich. Der hat nämlich in einem Interview gesagt,
Er hat früher McDonald's-Sachen verkauft, aber er hat gesagt, ihm ist das egal. Ein gutes Produkt kann er immer verkaufen, ob das jetzt ein Big Mac ist oder ein Finanzminister, ist ihm an sich wurscht. Er muss nur ein bisschen die Verkaufsstrategie, die Werbung muss man schon ein bisschen anpassen, ein bisschen ändern. Also Fotos und so, nicht? Wie dieses Foto da auf dieser herrlichen, auf dieser Homepage, das hat man auch schon vergessen. Da hat so eine schöne Homepage gehabt, der Finanzminister, Böllig auch. Und mir hat das gefallen, ich habe mir die gern angeschaut, weil da wärst du richtig gesehen, was mir früher abgegangen ist, an früheren Finanzministern. Da habe ich das gesehen und mir gedacht, früher hätte ich auch gern gewusst, ein Finanzminister, wie hat der als Kind ausgeschaut? Hat der einen Hund gehabt vielleicht? Das haben wir da alles gesehen auf den Fotos. Da war dieses tolle Foto, wo der deutsche Kärntner Schäferhund da sitzt und daneben der kleine Bub, der so schaut, ich werde einmal Finanzminister. Dann nehme ich euch das Weiße aus den Augen heraus. Und wenn irgendwo ein Tsunami ist, fahre ich hin und rette die Menschen. Das hat man alles auf den Fotos gesehen. Nur so kannst du einen Big Mac nicht verkaufen. Du kannst einen Big Mac nehmen, einen Schäferhund hinlegen. Ich glaube, da ist ein Hundsfutter oder was. Nein, auch das Foto ist schwer herzustellen. Nicht? Wenn man, jetzt legt man den Big Mac neben den Hund, drehst du um, die Kamera einstellen, drehst du wieder um, ist der Big Mac weg. Nicht? Und dann nach 100 Big Mac kannst du den Hund weghauen. Das ist also da muss man das dann schon anpassen. Und ja, oder sehr schön, der hat uns den verkauft als Schwiegersohn der Nation. Beleidigung aller Schwiegermütter. Ich finde das ganz toll. Und eine Brille hat er ihm aufsetzen lassen, dass er intellektueller ausschaut, weil er ist ja Akademiker, schreibt schon seit längerer Zeit an seiner Dissertation. Das macht er im Finanzministerium. Ja, weil er ist ja fast dauernd dort praktisch. Nicht? Und schreibt er Tag und Nacht. Und hat seinen Doktorvater auch gleich ins Finanzministerium geholt, weil wenn er eine Frage hat. Nicht? Alles kann der auch nicht wissen. Auch ein Finanzminister kann nicht alles wissen. Im Rechner, glaube ich, ist er nicht so. Wenn Kommastellen sind, da weint er über. Die Kommastellen, die mag er nicht. Da hilft ihm dann der Doktorvater. Aber ich finde es toll, dass der uns so schön verkauft wird. Also der Typ, der uns den verkauft, der kennt uns alles verkaufen. Der kennt uns an Chicken McNugget als Bundesadler auch eindrucken. Wäre eh fast passiert, vorher gesagt, beim Bundespräsidentenwahlkampf. Ja, aber es ist wirklich toll, dass sich das durchgesetzt hat. Natürlich sind jetzt, weil das richtige System einmal da ist, haben so Regierungen wie die unsrigen Schwarz-Blau 1 und Schwarz-Blau Orange oder was ich was noch kommt, 2, haben es schon schwer, weil ein riesen Reformwerk vor denen liegt. Durch diese Nähe des Ostens hat so vieles eingestrahlt nach Österreich, was jetzt wegreformiert werden muss. Alles, was mit Sozial anfängt, Sozialsystem, soziale Hängematte, Sozialschmarotzer, das gehört alles wegreformiert. Reformieren heißt ja zurückformieren, dorthin zurück, wo es noch in Ordnung war, also ins vorvorige Jahrhundert. Dort war noch alles in Ordnung. Da war alles privat, das gehört auch wieder privatisiert. Damals war die Eisenbahn privat und ist trotzdem gefahren. Und dort gehören wir wieder hin. Ne? Da sind auch die besten Köpfe am Werk, wie dieser Staatssekretär im Verkehrsministerium, der seinerzeit bei der Schrankenwerderprüfung dreimal durchgefahren ist, weil er immer in eine Richtung kurvet hat. Der hat immer noch rechts kurvet. Da haben sie ihm eh schon eingesagt, Kukatzka, du musst zurück einmal kurven. Nein, das will ich nicht. Und jetzt wird das reformiert, da kommen so Schlitz unter die Schranken, dass er durchkurven kann. Ja, und bitte, im vorvorigen Jahrhundert, da war alles noch in Ordnung. Da hat es keine Pensionen gegeben und die Leute haben trotzdem gelebt. Halt nicht so lang, aber da steht nirgends geschrieben, dass die Leute lang leben sollen. Ne? Hat vorher so ein hoher Kirchenfürst gesagt, sterben werden die Leute immer. Ja, ja. Die einen früher, die anderen später. Nicht? Das ist eine reine Geldfrage. Nicht? Wenn man Geld hat, kann man sich medizinische Versorgung, Altersversorgung kaufen. Und wenn man kein Geld hat, ist ja eh gescheiter, man reißt der Bankel. Bevor man jeden am Hammer geht, ist doch ein Blödsinn. Ja, das ist doch gescheiter. Man verabschiedet sich, macht ein Gipfel und die Geschichte hat Sinn. Es ist ja eh ein Problem, nicht? Wenn man so nichts hat, wenn man eine Operation braucht, einen OP-Termin, dann kommst du auch nicht zu. Oder man lässt sich was einfallen, dass man vielleicht eine private Fernsehanstalt mitfilmen lässt, wenn sie an die Special ausreißen. Okay. Aber sonst ist es besser, man macht den Abgang. Ja, und jetzt wird das alles reformiert, alles was sozial ist, weg und zurückformiert so auf früher, wo es in Ordnung war. Das System mehr so auf Charity- und Benefizsystem, also das so auf Almosensystem. Da ist ja der Finanzminister auch mit bestem Beispiel vorangegangen mit seiner Österreich-Tournee, was er gemacht hat mit seinem Kabarettprogramm, das Nulldefizit. Das war ein
wunderschöne Lachnummer, die Leute haben sich angehört, haben gezahlt. Und er hat gesagt, den Eintritt, das nimmt er nicht für sich, das ist für die armen Kinder, damit sich die auch einen Computer leisten können. Also dass die Straßenkinder, wo einen Computer am Zug gegen Eckerl aufstellen können. Und wenn es kalt ist, ein Lagerfeuer am Bildschirm, kann man sich auch die Handeln wärmen. Also mehr auf Charity- und Benefiz-Events, dass das umgestellt wird. Dass man so Charity-Events macht wie Essen gegen den Hunger oder Tanzen für Gelähmte, sowas in der Art, wo ein bisschen ein Reingewinn dann auch herauskommt. Eine wunderbare Geschichte. Und damit man sowas, damit man es dort umstellen können auf das System, braucht man natürlich Superreiche und die müssen wir schauen, dass wir die auch ermöglichen. Das war ja früher oft ein Problem in Österreich. Also da ist auf der einen Seite die freie Marktwirtschaft, wie der Fukuyama gesagt hat. Auf der anderen Seite hat er auch gesagt, Demokratie. Und Demokratie, bitte, haben wir im Übermaß. Wir haben ja die Wahlmöglichkeit rund um die Uhr. Man kann schon wählen, in der Früh, wenn man aufwacht, wählt man schon, stehe auf, bleibe liegen. Frühstück, Kaffee, Tee, Kipferl, Butterbrot, also man kommt aus dem Wellen gar nicht raus. Erst dann im Supermarkt, was wähle ich für einen Joghurt? 35erlei Sorten gibt es da, nehme das, wähle das, welches gewinnt mich als Kunden? Also dann kann man Missen wählen, Mister wählen, Stars können wir wählen seit einiger Zeit, seit es Starmania gibt, ein höchst demokratischer Vorgang. Also jetzt nicht basisdemokratisch, das ging halt ja nicht. In Österreich, da waren 8 Millionen Kandidaten, gleichzeitig 8 Millionen Jury, jeder wählt sich selber. 8 Millionen Stars geht es ja auch nicht aus. Nein, da gibt es schon eine Vorauswahl. Also da werden die Kandidatinnen und Kandidaten müssen alle vorsingen und vortanzen. Werden alle aufgenommen, auch die ganz Schirchen, ganz Depperten, die überhaupt nicht singen können. Weil man das Material ja braucht. Das wird dann nachher vorgeführt, damit die noch Schircheren, noch Blätteren daheim sagen können, ja, der Trottel traut sich singen. Dass ein bisschen Unterhaltung auch dabei ist. Und aus diesem Kandidatenkreis wählt eine Fachjury dann Leute in die engere Wahl. Schon lauter Fachleute, ich hab's noch im Bild, im Kopf das Bild, wird der eine mit den Haaren, was da war, der beim Zauberklingel vorher Perücken verkauft hat. Und auch diese Bühnenexpertin, die selber noch auf der Bühne steht, im letzten Stück hat sie einen Kasten gespielt. Und die wählen dann dort die Kandidaten aus. Aber die können wir dann voll demokratisch wählen, per Handy und SMS. Diesmal selber zahlen, klarerweise. Na, umsonst ist der Tod. Umsonst ist der Tod. Die Demokratie kostet was. Muss man halt selber zahlen, weil die Telekom und der ORF auch etwas davon haben. Also, das ist wunderbar demokratisch. Rund um die Uhr. Wir kommen aus dem Wählen gar nicht raus. Natürlich nicht zu vergessen, politische Wahlen gibt es natürlich auch. Die ganz wichtigen politische Wahlen, demokratische Wahlen. Und ich muss sagen, ich bin von klein auf zum Demokraten erzogen worden. Mir wurde immer eingeschärft. Wahlrecht, ein ganz wichtiges Recht, das hat man wahrzunehmen, das darf man nicht antasten lassen. Und da habe ich schon gewartet, bis ich endlich wählen darf. Und kaum durfte ich wählen, bin ich zu jeder Wahl gegangen. Ob das eine Pflichtwahl war oder eine Nicht-Pflichtwahl, ich gehe zu jeder Wahl nach wie vor, weil das ein ganz wichtiges Recht ist. Und bitte, wenn ich so zurückdenke, jetzt ältere Menschen in meinem Alter werden sich noch erinnern können, früher war das ja am Wahltag in Österreich viel strenger als heute. Früher war, wenn ein Wahltag war, in ganz Österreich Alkoholverbot. Heute wollen sie eher, dass man ein bisschen was tschechert. Nicht, dass man plunzen fett ist, dass man mit dem Kreuzl ins Ringel nicht mehr eine trifft, aber ein bisschen ein Hutterl sollte man schon aufhaben, wenn man zur Urne schwankt. Und ich nehme das nach wie vor sehr ernst, dieses Wählen, also wenn eine Wahl ist. Oft sind ja so kombinierte Wahlen auch, wo man mehr auf einmal wählen tut. Und da bin ich mir schon ganz aufgeregt am Wahltag, bei mir am Stadtrand von Wien, im Ort Biesenberg, wo ich wohne. Da tue ich mich in der Früh schon schneizen, kampen, anziehen und dann warte ich schon das Wahllokal aufmachen. Und dann ist in der Volksschule, wie sehr oft, und dann gehe ich zum Wahllokal und am Weg dorthin, da rollt mir schon der Volksschulmirchtler entgegen, aus Jahrzehnten Schweißhaxen in die Parkettfugen reingrimmt. Kommt man weiter hinein ins Sprengellokal, dort stinkt es noch mehr, weil ja die den ganzen Tag dort drinnen sitzen. Und dann findet so ein bizarres Ritual statt, wenn ich da reinkomme, weil ich brauche keinen Ausweis, die kennen mich eh, aber wenn ich das Wahllokal betrete, dann sagt meistens der Wahlleiter, Resetaritz, und der Zweite sagt drauf, 436. Da sagt noch einer 112, 35, ah, da bin ich schon nervös, da will ich schon wieder gehen, weil ich diese Geheimcodes nicht verstehe. Der beruhigt mich dann und sagt, na, kommen Sie her, Resetaritz, da haben Sie die Wahlunterlagen. So ein Pinkel überreicht er mir. Wahlunterlagen und sagt, da drüben ist die Wahlzelle. Wahlzelle, wenn ich das schon her bei meiner Klaustrophobie. Wahlzelle. Also, auf einer Seite ist eh offen, sonst kommt man ja nicht rein. Und außer,
Und unten sind es auch offen, die Wahlzellen. Da unten sind es offen, so wie die amerikanischen Klos. Die sind auch unten offen, dass der Sheriff sieht, ob sie einer ein Jackerl ins Ferschaleine hat. Oder das war Anfang der 70er Jahre, war ich einige Wochen damals beruflich in den USA, in San Francisco. Und das war schrecklich. Dort waren die Häuseln unten offen, aber oben auch offen. Da war nur so ländenschurzartig so ein Saloon-Club-Deal. Unten die zusammengerollten Hosen, oben die hochroten Schädel am Kragen. Entsetzlich. War wochenlang nicht am Club, bin mit dem Rettungsflieger nach Hause. Ja. Und so ist die Wahlzelle, unten offen. Jetzt hat man das keine Ruhe lassen und mich im Freundeskreis überall erkundigt, sage ich, wieso ist die Wahlzelle unten offen? Jetzt haben sie mir gesagt, ja, weil das eine geheime Wahl ist. Ach so. Darum ist das unten offen, weil es eine geheime Wahl ist. Es ist unten offen. Von unten offen ist eine geheime Wahl. Also habe ich selber nachgedacht, bin aber draufgekommen, da hat es mir dann eingeleuchtet. Ach so, das ist, dass man nicht einen zweiten im Mantel mitnimmt zum Wählen und den zuschauen lässt, wenn man will, weil zum Wählen muss man dann niederstellen, nicht? Und dann sieht es. Da sieht es der Wahlleiter. Raus mit euch da, alle zwei. Ich werde gehen. Ich werde da nicht betrieben. Ja, jetzt bin ich dann endlich in der Wahlzelle drinnen. Dann tue ich mir meine Unterlagen schön aufbreiten. Du musst alles in Ruhe einmal durchlesen. Auch was so angepinnt ist in der Wahlzelle. Das dauert seit Zeitl. Dann werden sie draußen schon ungeduldig. Was macht der da drin? Kann der nicht einmal wählen, der Trottel? Bist du schon nervös? Ist man nervös? Jetzt verwöhnt man sich. Ah! Und das kostet dann schon eine Kraft wieder aus. Bitte kann ich nur einmal die Wahlunterlagen nicht verwöhnen. Früher ist oft so ein Zwarerblei auf einen Schnirl gehängt, den habe ich in der Aufregung abgebrochen. Die kann ja einen Spitze haben, dass ich mir. Ja, entsetzlich. Ja, endlich habe ich dann gewählt und dann wieder diese Wahlunterlagen in das Kuvert einbringen. Das wird immer größer, das speit sich dann alles. Das letzte Mal wollte ich das zupicken, obwohl es gar nicht gummiert ist, das Kuvert, und habe es angeschleckt, habe ich nur in die Zunge geschnitten und habe dann. Und habe dieses blutige, Schweiß- und Speichel durchtränkte Bündel dem Wahlleiter hingehalten und gesagt: Bitte lassen Sie das einfallen, bitte. Ja, es wird sich auch ändern in Zukunft. In Zukunft werden auch solche Wahlen per Handy und SMS durchgeführt werden. Das man selber zahlt natürlich. Und wenn einer viel Geld hat, kann er sich ganz viele Handys kaufen und zehntausende SMS schicken, damit er sich durchsetzt bei der demokratischen Wahl. Ist halt ein bisschen ein anderes Wahlsystem, so nach dem Motto, wer zahlt, gewinnt, war er das dann. Ich schau beim Fenster außer heut, da spült ein ganzer Haufen Leid in mein Garten und mit mein Ball wollen mich die rollen. Was ist los? Ich glaub, ich bin. Ich geh auch gleich zu Erna hin und frag sie, was da machen. Sie stöhnen sie auf und lachen. Auf einmal kommt ein kleiner Tierer von hinten Vierer, ich kenn ihn von Frierer, und sagt, wer fragt, huch zu einmal, das ist ein ganzer klarer Fall. Wir fahren drüber, ihr bleibt über, alles rennt nach unserem Plan, weil vorn ist, wo wir sind. Ich brauch ein Geld, ich geh auf Bank. Der Bankomat, der macht auch krank. Er spuckt nix aus, was läuft verkehrt? Die haben mein Konto gesperrt. Der Bankmensch sagt nur, selber schuld. Gleich verliere die Geduld. Da bevor ich mich aufreg und ihm eine aufreg, kommt ein ganzer kleiner Krog von hinten viere sehr salopp und sagt, wer fragt, guck zu einmal, das ist ein ganzer klarer Fall.
mir fallen drüber. Ihr bleibt über, wenn mir euch jetzt überholen, dürft ihr alle zahlen. Ob ich Fernschau oder Zeitung lese, eins, das macht mich ganz nervös. Ganz vorn ist immer groß im Bild ein Kleiner und der schaut ganz wild. Dann sagt er, ich regier jetzt nicht, ihr habt's mich gewählt, jetzt quäl ich euch. Ich bin ein Mensch, ihr seid nur leid, ihr seid steppert, ich bin gescheit. Ja, ihr könnt's mich alles hassen, mir ist wurscht, ich bleib gelassen. Hört mir jetzt zu einmal, das ist ein ganzer klarer Fall. Wir sind Sieger, drüber Flieger. Wurscht ob Post, ob Bundesbahn, weil vorn ist wo mir. Wo mir. Wo mir sind. Ja, nun leben wir also im erfolgreichsten System aller Zeiten. Wir sind im richtigen System angelangt. Es stellt sich allerdings die Frage, sind wir selber auch systemadäquat? Are we fit for the system? Are we ready for success? Leider muss diese Frage sehr häufig mit Nein beantwortet werden. Warum? Weil man in dem alten Sozialding dann herumhängen in der Hängematte und suhlen, weil wir nicht bereit sind, uns weiterzuentwickeln, weil wir nicht bereit sind, eines anzuwenden, ein Kürzel aus der Wirtschaft, KVP anzuwenden. Kontinuierliche Verbesserungsprozesse müssen angewendet werden auf Firmen, auf Betriebe, auf Konzerne und letztlich auch auf den Menschen. KVP, wenn man das nicht macht, kann es fatal enden. Ein Beispiel aus der Wirtschaft. Es gab in Österreich, war in den 50er, 60er Jahren, ein höchst erfolgreiches Produkt auf dem Markt, das hieß K2R. War ein Fleckputzmittel, das waren damals die gemütlichen Werbeslogans noch. Nimm Paste K2R zur Hand, der Fleck geht weg, ganz ohne Rand. Das war nämlich das Erfolgsgeheimnis von dem K2R, weil die alten Fleckputzmittel, was früher waren, was haben die Leute gehabt? Ein Fleckbenzin, haben sie da mal Tonkrim, Krag dabei, haben sie angezogen. Tausende Tote gegeben beim Fleckputz. Und die alten Fleckputzmittel, die haben den Nachteil gehabt, die haben den Fleck weggeputzt, haben den Rand aber lassen. Dadurch hat es ausgeschaut, wie wenn man einen Fleck aufzeichnet hätte. Also war noch auffälliger. Damit hat K2R Schluss gemacht. Und Erfolgsgarant für K2R war natürlich auch die damals herrschende Fleckenpanik. Eine wahnsinnige Fleckenpanik, 50er, 60er Jahre. Warum? Das Gewand war relativ teuer im Verhältnis zum Einkommen. Jetzt hat man aufgepasst, dass da keine Flecken drauf kommen. Die Mama war meistens die Hüterin über die Fleckenlosigkeit. Und weiß man, als Bub mit dem Erstkommunionanzug, halt die Trieber, halt die Hintere, halt die Viere, halt die zurück, halt die überhaupt weg. Hier ist das der neue Klapper, und um Gottes Willen, pass mal auf. Die Madeln waren so arm. Bei der Erstkommunion mit den weißen Kladeln, kasweiß im Gesicht, weil schon zwei Tage nichts zum Essen gekriegt haben. Damit sie nicht speiben können. Das ist klar. Die Hostie war ja Kohlenhydratbombe. Das hat so gerissen, was die Hostie zu sich genommen hat. Also, ich weiß noch, bei der Firmung auch. Im Stephansdom sind wir gestanden, in langen Reihen. Und alle paar Sekunden ist einer wie ein Bandschranken aufs Gesicht gefallen, weil alle schwerstens unterzuckert waren. Weil es tagelang nichts gegessen haben, dass er den Anzug nicht anpotzen tut. Fleckenpanik bis dort hinaus. Die ist ja so weit gegangen, manche Früchte waren ja tabuisiert damals. Weil man gesagt hat, am Pfirsichfleck kriegst du nie raus. Haben die Leute keine Pfirsich gegessen. Nur die Weinbauern am Weingarten Pfirsich mit Arbeitsgewand, aber normal hast du damals am Pfirsich nur essen können, nackert unter der Dusche, weil sonst waren die Flecken gefahren. Das war eine Katastrophe. Haben die Leute keine Pfirsich. Ja, dann ist ja die Zeit gekommen, wo man doch schon ins südliche Nachbarland auf Urlaub gefahren ist. Und dort haben sie diese herrlichen, großen, italienischen Pfirsiche gesehen. Und ich glaube, es gibt in jeder Familie einen Super-8-Film oder ein Foto, wo der Papa in Italien mit dem Pfirsich so... Und daneben die Mama, pass auf, Jesus, das Klariette, hey, man, halt das Ding! Und der hat ja nicht vom Kern runtergegangen. Lass das fallen, geh, hau den Sand ins Wasser, der zieht das hin, warte, zieht das an. Eine Katastrophe war das da.
diese Fleckenpanik. Und irgendwann war Schluss damit, mit der ganzen Fleckenpanik und mit K2R auch, durch H&M, glaube ich, hat sich das Ganze aufgelöst. Und da hätte K2R KVP betreiben müssen, kontinuierliche Verbesserungsprozesse. Vielleicht heute als Altersfleckenpasta auftreten. Wie man sich am Altersfleck drauf tut, der frisst gleich ein Loch rein. Dass durchschauen kannst am 8. wenn er noch da ist. Also, es ist ja heute mehrgängiges Menü, wie man es heute gern isst, wäre früher undenkbar gewesen. Nicht? Mehrgängiges Menü, wo ein Pastagang dabei ist, ein Nudelgericht dabei, da passiert ja immer wieder dasselbe. Herrliches Nudelgericht, man hat einen Appetit, man isst es mit größtem Appetit und Vergnügen, es passiert nichts, bis die letzte Nudel am Teller liegt. Die Teufelsnudel, die Malefizpasta. Man kann so stehen lassen, nein, die muss man unbedingt noch essen. Nicht? Dann nimmt man mal den Peitschenschlag, zack, alles abputzt von oben bis unten. Früher eine Katastrophe, heute kein Problem. Man hält sich zu, entschuldigt sich kurz, ja, ich muss kurz einen Sprung raus. Geht raus auf die Straßen, ist alle 5 Meter H&M-Filiale. Haut die alte Tacken weg und kauft sich eine neue. Kostet ja nichts. Und H&M kann das so billig anbieten, weil es so viele Menschen gibt, die das so billig herstellen tun. Das scheint so ein Prinzip zu sein in der freien Marktwirtschaft. Wenn was viel ist, dann wird das billiger. Nicht? Wie zum Beispiel, wenn in der Wachau wenn viel Marillen sind, dann wird irgendwann die Marmelade billiger. Also meistens funktioniert das. Aber ich bin drauf gekommen, immer funktioniert es nicht. In hochentwickelten Industriestaaten wie Deutschland und Österreich, da scheint es anders zu sein. Wenn da viel sind, wird das teuer. Also Angestellte, wenn viel sind. Da wird das irgendwie zu teuer, weil sonst würde nicht jeder neu bestellte Vorstand in seiner Antrittsrede gleich als ersten Satz einmal sagen, so, jetzt haben wir mal 8.500 Leute aus. Dann poschen alle, ah, die 8.500, ah, ja, da schau mal. Ach so, Moment, ich auch, Moment. Aber das ist gang und gäbe, ja, gleich mal entlassen. Und das hat, glaube ich, ein deutscher Konzernherr erfunden, zufällig. Der hat gespült auf sein Notebook und hat einmal so 10.000 Personal minus Enter. In dem Moment ist die Erfolgskurve so in die Hecke gefahren. Da hat er gesehen, aha, hat nur einmal 10.000 rausgehauen, ist nur einmal aufgefahren. Da hat er alle rausgehauen, ist runtergefahren. Also alle geht nicht, aber viele, das geht schon. Und bitte, da darf man auch nicht so sentimental sein wie früher. Jesus, nein, die Leute entlassen, die müssen sich selber auch ein bisschen kümmern. Müssen auch KVP betreiben, selber sich ein bisschen kümmern. Wie mein schon vor Jahren verstorbener alter Freund Wolfgang Teuschl immer zu sagen pflegte, wenn du Hockenstaat bist, gehst halt zur ÖMV Petroleumsackeln ausstauben. Oder Blunzen stricken, Zeitungen umplatteln für die Leute, Schuhe zubinden. Man muss nur wollen, dann findet man sich schon was. Oder man gründet selber eine Firma. Ich AG, das ist ein geflügeltes Wort. Selber als Firma ist man, steht man ganz anders da. Als Arbeitnehmer muss doch vielleicht solidarisch sein oder altruistisch sein. Als Firma darfst du es gar nicht. Dabei, weil sonst verlierst du im Konkurrenzkampf. Aber die Leute wissen gar nicht, wie das genau geht, sich so zu verhalten. Dabei gibt es ja ein Vorbild im Tierreich für eine voll egoistische Ich AG. Gibt es ein Tier, es ist nicht der Hund. Ich schicke das gleich voraus, weil Assoziationstests in Österreich haben ergeben, wenn man Tier sagt, denken 70% der Leute Hund. Es ist nicht der Hund. Ich mag Hunde, muss man auch sagen in Österreich, weil sonst ist... Ich mag Hunde, vor allem am Horizont, wenn sie von mir weg sich bewegen. Nein, das muss man in Österreich aufpassen. Zum Beispiel, wenn man Politiker werden will, muss man unbedingt auf der Krone ein Titelfoto mit einem Viech haben. Aber nicht mit irgendeinem Viech, nicht mit einer Raupen, sondern ein bisschen mit einem Hund. Ja, also ich mag Hunde, schicke ich vor. Ich sag's noch einmal, ich mag eh Hunde, aber sie tun mir leid. Weil die, in der ganzen Geschichte, die sie mit uns verbracht haben, haben wir es so degeneriert geradezu, haben so kujoniert, haben so Klarsicht und so groß. Und der Hund muss immer alles machen, was wir wollen. Also das ist ganz anders als sein wilder Vorfahrer, der Wolf. Nicht? Der Hund hat überhaupt nichts. Und was mir, ich kenne ja Hunde, ich habe schon auf einen Hund aufpasst einmal von Freunden. Und was mir auf die Nerven gegangen ist, dieses Apportieren. Dieses Apport, der hat alles zurückgebracht. Ich will nichts weghauen können. Ich bin Mist aus der Zeit, der hat meine Zeit. Entrümpelungsaktion unmöglich. Der Ungarn mit seinem Lader, mit dem Hänger, war mit der alten Sitzgarnitur noch nicht ums Eck, hat ihm der Hund schon wieder zurückgezahlt. Da hat er nur gewedelt, hat wollte er Lob haben. Also, nein, der Hund ist es nicht. Auch der Wolf ist es nicht, der Vorfahr des Hundes. Obwohl der anders ist als der Hund, weil der Wolf, der bringt nichts zurück, der zahlt höchstens was weg. Aber der Wolf ist auch nicht das Ich-AG-Vorbildtier. Warum? Weil er ein Rudeltier ist. Und das bietet viele Vorteile, aber auch Handicaps. Weil da muss doch der Alpha-Wolf, wenn sie sich zum Schlafen wo niederlegen, muss er sich wieder den Kopf zerbrechen. Ah, wird der Omega-Wolf wohl auch gut liegen, dass man der nicht krank wird am Ende. Also das ist schon wieder ein Konkurrenznachteil.
Nein, der Wolf ist es auch nicht. Der Fuchs ist ja schlauer als der Wolf, hat man jetzt kürzlich festgestellt. Der schlaue Fuchs, sagt man auch, der schlaue Fuchs. Der ist auch kein Rudeltier. Fuchs bildet keine Rudel. Es gibt kein Fuchsrudel. Außer mein Wirten in Biesenberg in Fuchsrudel. Der ist aber wieder kein Rudeltier. Der schaut auf seinen Vorteil. Nein, das Vorbild für die Ich AG ist ein Vöglein. Es ist der Kuckuck. Jetzt werden Sie alle denken, ja, Kuckuck kenne ich. Kennen Sie nicht. Sie haben alle miteinander noch keinen Kuckuck gesehen, weil der lässt sich nicht so anschauen wie ein Kanarievogel, dass der umeinander hat. Das ist das, was Sie da im Park füttern tun, das sind keine Kuckucke. Das sind Tauben oder Rotzen, auch Fichtlachsen. Sie glauben, den Kuckuck zu kennen, weil Sie seinen Ruf kennen. Kuckuck, Kuckuck kennt jeder. Ja, das ist er, wenn Sie ihn hören. Nur wenn Sie ihn zu Weihnachten hören, dann ist er es auch nicht. Dann ist die Schwarzwälder Uhr vom Nachbarn. Warum? Weil der Kuckuck zu Weihnachten gar nicht da ist in Österreich. Der fliegt im Herbst schon nach Afrika, landet südlich der Sahara und dort steigt er gar nicht mehr auf. Da ist ihm zu heiß zum Fliegen, da geht er umeinander wie ein Händel. Futter liegt genug am Boden, Manna, das übrig gebliebene, das tut er aufessen. Und im Frühjahr zieht es ihn wieder zurück nach Österreich, zwecks Fortpflanzung. Und da setzt nun die perfekte Ich-AG des Kuckucks ein. Der Kuckuck tut in die ins Balz- und Paarungsverhalten nicht unnötig viel Energie investieren. Da ist er ganz schlau. Also manche Vögel übertreiben das mit dem Balzverhalten. Der Laubenvogel, wie man kennt, in Australien und Neuseeland beheimatet, der übertreibt das extrem mit diesem Balzverhalten. Da tut in der Balzzeit das Laubenvogelmännchen, also der Rüde, oder wie das bei den der Laubenvogel hängt, also das Mandel, der tut in der Balzzeit bunte Steine sammeln, bunte Glasscherben, legt kunstvolle Mosaike. Dann baut er so ein Haus, darum heißt er Laubenvogel, ist eine kleine Laube und auch eine Hecke vorne, ein bisschen eine Tuje vorne. Und das alte Zahnstocher einen Jägerzahn und dann, wenn er das fertig hat, dann stellt er sich ein und wartet, dass das Weiberl vorbeikommt. Und die kommt oft vorbei, schaut sich das an und schert ihm das mit einem Fahrer alles zusammen. Das ist oft so fertig, dass er klappseitlich umfällt, tot. Mausetot. Aus Frust und Erschöpfung. Fällt er um und ist tot. Ein Heiselbauer-Schicksal praktisch. Das ist ja auch. Ja, da kommt es auch oft vor, nicht? Die hakeln sich jahrelang in den Arsch weg und kaum ist der Tag still oben, hat er einen Schnell drüber und haut sich ins Pendel, wie wir sagen. Nein, da ist der Kuckuck ganz anders. Der hat minimales Balzverhalten, da fliegt da der Kuckuck, da die Kuckuckin, Kuckuck, Kuckuck und aus. Die tun da nicht viel umeinander, er fliegt seiner Wege. Sie muss halt, wie es üblich ist, das Weiberl muss halt das Ei noch wo unterbringen. Und das wissen wir ja jetzt alle, die Kuckuckin baut da kein eigenes Nest für ihr Ei, sondern sie legt die Ei bei einem anderen Vöglein ins Nest hinein. Aber jetzt nicht bei einem großen Vogel, bei einem Lämmergeier oder was weiß ich. Du. Beim Horst, das fällt er durch die Ritzen durch oder der frisst es. Nein, die legt ihr Ei bei ganz kleinen Vöglein ins Nest. Beim Zaunkönig, beim Zilpzalp, beim, ich hab mir sie alle aufgeschrieben, beim Buschwindvögelchen, beim Teichrohrsänger, bei der Mönchsgrasmücke. So kleine Vögel sind das. Dort legt die Kuckuckin ihr Ei hinein und fliegt ihrer Wege. Und dann kommt der kleine Zaunkönig zurück zum Nest und sieht schon, dass das eine Ei größer ist. Denkt sich aber, pfff, das hab ich gelegt, alle. Das ist ihm oft zu groß, dass er sich zum Brüten draufsetzen konnte. Das ist falsch, das ist ornithologisch falsch. Draufsetzen ist falsch. Wurde belehrt von meinem Freund Alfred, der Ornithologe, der hat gesagt, Vögel sitzen nicht. Also wenn irgendwann einmal zu Ihnen jemand sagt, schau, da sitzt der Vogel am Ost, dann ist es falsch. Der steht am Ost. Wenn er sitzt, fordert er ja oben. Geht's wieder auf. Vögel sitzen nicht. Immer stehen. Vögel sitzen nur im Pixi-Buch Vogelhochzeit. Dort sitzen sie. Dort sitzen sie mit ausgestreckten Haxen, die Vögel. Im Pixi-Buch. Dort sind sie aber auch Rauken und Gitarre spielen auch. Also das ist gut. Dort sitzen sie was und baumeln. Aber ein Vögel sitzt, dann ist ja ganz abgestessen da hinten. Eine Sitzschwiele am Bischof. Jetzt tut sie.
der kleine Zaunkönig so drauflegen auf das Ei und brütet es aus. Und dann schlüpft der kleine Kuckuck und das Erste, was er macht, er haut alle anderen Eier aus dem Nest. Ich hacke. Haut alle an und die Ziehpapa Zaunkönig und Ziehmama Zaunkönig merken das nicht. Vier dann im Dauern, schirmen ihm eine die Raupen und die Maikäfer und Heuschrecken und der frisst und frisst, wird immer größer und hängt schon drüber über das kleine Nest wie ein Schnitzel und das schirmen ihm noch immer ein. Und irgendwann spürt er, ah, es ist bald soweit. Dann kommt der Papa mit der Raupen, frisst er die Raupen, dann den Papa. Dann die Mama und die Heuschrecken und dann ist er soweit. Streckt seine Flügel, lässt einen Schaß und fliegt davon. So ist wie Hachi Pratschis Luftballon. So ist der Kuckuck das perfekte Ich-Agitiert. Er schaut nur auf seinen Vorteil. Jetzt müssen wir natürlich schauen, wie wir auch das eine oder andere Kuckucksei uns unterschieben lassen und ausgebrütet. Müssen wir schauen, was die heute machen werden. Nicht? Der Finanzkuckuck, was wird der machen? Lässt einen Schaß und fliegt zum Stronach oder in die Casino AG? Man weiß es noch nicht. Ja, aber um zurückzukommen auf das System, wir leben nun im richtigen, im besten System aller Zeiten. Da können wir schon stolz auf uns sein, dass wir das geschafft haben. Wir sollen aber nicht hoffärtig werden. Wir sollen immer daran denken, wem wir das wirklich zu verdanken haben, unserem Herrn und Schöpfer. Und da wäre es vielleicht angebracht, einen Gottesstaat zu gründen. Ich meine, jetzt nicht so Mullerartig, aber so wie die USA. Dort steht er in der Verfassung drin, am Geldschein steht er drauf, in God we trust. Also da gibt es ja auch Tendenzen in Österreich, das hier einzuführen. Der Nationalratspräsident K.H.O. betreibt das ja sehr stark. Wenn da gute Kontakte da sind, hat mir so gefallen, wie der Papst, Gott hab ihm selig, der letzte, der gestorben ist. Da war ja eine ganze Regierungsdelegation da unten vorigst, ja, wie unser letzter Kaiser endlich selig gesprochen worden ist. Der Karl, war eine hechte Zeit. Nicht? Dieses Krampfadern-Wunder in Brasilien war ja schon lang her gewesen. Das ist einer gegangen im Dschungel, hat gespürt, die Krampf und hat gesagt, das ist ein Fluch. Ich sag, der Karl tut das weh. Zack, waren sie weg. Nicht? Ich mach das nicht. Mach's auch, wenn ich Wimmerl hab, Karl und Klerasil. Sicherheitshalber zwei Sachen. Ja, das ist eine tolle Geschichte und die wollen halt überall Gott in die Verfassung und überall hängen sie ihm hin. Man hat so den Eindruck, dass die auf du und du sind, mein lieben Gott. Und ich weiß aber nicht, ob die ihm wirklich Fragen tun, ob ihm das alles recht ist, was wir mit ihm machen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich kann auch nach der Schrift reden, auch Fremdsprachen, Rasumite, alle Sprachen der Welt. Fruchen, Kostern, glaubt ihr das Kreid mit? Ihr Speichellecker, verlogenen Heuchler, Schwätzer, Nichtsnutzige, ihr seid's mir doch wohl. Ihr seid lästige Wanzen. In meinem Namen reißt ihr die Pappen auf. Was ihr dem geringsten meiner Brüder vergießet. Geht's doch zum Teufel. Soll euch der Teufel holen? Den könnt ihr euch aufhängen, wo's wollt. Ihr bedeutet mir nichts. Weniger noch. Glaubt ihr, die Welt kommt ohne euch nicht aus? Die hat's schon lang vor euch gegeben. Und es wird ein Wein sein und ihr werdet nirgends sein. Ihr seid's mir doch wurscht. Ihr seid lästige Wanzen. Bitte, die anderen dürfen mich nicht einmal zeichnen und es hängt's mir überall auf. Hängt's mir nicht auf, lasst's mir auch land. Wer weiß, ob's mir überhaupt gibt. Der liebe Gott in der Präambel ist in guter Verfassung für Kanzler und ÖstervP in Mariazell bedankt und er sah, dass es gut war. Es ist gut, sprach Gott, schreibt mich hinein, hängt mich auf in St. Pölten, in Krems, in Adnang-Buchheim und Salzburg, besonders aber in Pfaffstätten und in Kuckmühren, hängt mich auf in euren heurigen Stuben, in euren verschissenen Sitzungssälen. Schreibt mich hinein, dann müsst ihr euch aber auf mich verlassen. In Gott vertrauen, so Gott will, geh mit Gott, Gott vergelt's. Ihr seid lästige Wanzen. Ah ja, und noch eins, geben tut's mir schon, aber nicht für euch. Euer lieber Gott, habe die Ehre.
so gerne jemand. Nicht irgendwer, kein Niemand, nein. Ich möchte schon gern wer sein. Als Volksvertreter möchte ich gehen, beliebt und angesehen. Doch nicht am Faschingsball, oh nein. Ich will es sein, ich will wer sein. Ich wär so gerne jemand und ich verlang auch nicht zu viel. Ein Titelfoto im Profil. Konzernchef, Cowboy, Kinostar, cooler Kanzler, Kommissar, Ziegenhirte in Katar. Wär ich alles gern für wahr. Jemand sein, oh, jemand sein, der ich nicht bin, das wäre fein. Dann wär ich endlich wer. Wie schön, wenn ich wer wär. Ich wär so gerne jemand. Ja, so viele wär ich gern. Viele Damen, viele Herren. Doch wer will ich sein, Sapperlot? Herbei, ich wär im Angebot. Na, was ist, wer will ich sein? Was? Niemand will ich niemand sein. Warum will niemand ich sein? Sie vielleicht, ich würde mich freuen. Sie würden es auch nicht bereuen. Ich hab eine Wohnung mit Heizung und Bad. Und immer nur ich sein wird langsam fad. Lassen Sie mich auch im Stich. Ich will wer sein, doch niemand ich. Niemand, niemand will ich sein. Ach, wollt doch jemand ich sein. Als ich würd's Ihnen wie mir gehen. Geduldig in der Schlange stehen. Alle 4 Jahre keine Wahl, dazwischen sind sie ganz egal. Niemals Sieger im Grand Prix, ich zu sein, wer was für sie. Ja, andererseits, warum sollte jemand sein wollen, was nicht einmal ich selber sein will? Niemand, niemand, niemand will ich sein. 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 Nicht einmal ich. Ja, jemand sein zu wollen, das kennt man ja aus der Jugend. Man weiß ja noch nicht, wer man ist. Man sieht ja nur die anderen, die schon wer sind. Auf den Plakaten, auf den Titelseiten der Zeitungen, der Illustrierten, im Fernsehen, im Kino. Aber wer ist man selber? Nicht so einfach festzustellen für den jungen Menschen. Ja, man kann sich anschauen. Ne? Sieht man sich nur vorn, hinten kann man sich schon nicht anschauen. Ne? Man kann auch nicht aus sich heraustreten, um sich als Ganzes einschätzen zu können. Ja, Spiegel ist aber als Hilfsmittel nicht so gut geeignet. Spiegelbild, seitenverkehrt, nicht? Guckt man sich das Verkehrte wie immer aus, bis man draufkommt, wenn sich da was anschneidet. Es ist nicht so einfach. Der Spiegel, da ist doof. Oder wie im Kaffeehaus, wenn man ins Kaffeehaus kommt, man sieht den letzten freien Platz, steuert darauf zu und sieht aus dem Augenwinkel, da geht noch einer. Jetzt wird man schneller, der wird auch schneller. Erst beim Sessel kommt man drauf, das war man selber im Spiegelbild. Aber immerhin hat man gewonnen gegen sich selber, weil den lasse ich nicht da her sitzen, das sieht schon ich. Mein Spiegelbild ist oft ein Problem.
Habe ich auf der Autobahn erlebt, um 4 Uhr früh einen Kaffee getrunken, Raststation, ist ein Fernfahrer reinkommen, hat sich vorher festgemacht in seiner Fahrerkabine mit dem Spiegel, fuhren tadellos, hinten wie ein zusammengeführtes Händel, weil er sie nicht gesehen hat hinten. Ja, sich zu erkennen ist nicht so einfach. Früher, als das Fernsehen noch seinen Bildungsauftrag wahrgenommen hat, da gab es ja Hilfestellung für die jungen Menschen. Da gab es eine Sendung, die hat geheißen, was könnte ich werden? Da wurden Lehrberufe vorgestellt, Tischler, was könnte ich werden? Tischler, Maurer, Spengler, Mechaniker, durfte ich selber mal mitwirken bei so einem Film. Maurer habe ich dargestellt, sind dann nachher sehr viele Maurer geworden. Das sagt dann, so ein fescher Maurer möchte ich auch werden, wie der mit den zwei Linken, die da an die Ziegeln runtergeflogen sind. Ja, die hatten damals so eine zweite Sendung sogar. Wenn sie dann ausgelernt waren, die jungen Leute, haben sie nur eine Sendung gehabt, die hat geheißen, was bin ich? Weil da waren sie schon was, also Spengler zum Beispiel, und die anderen haben da raten müssen, was der ist. Gibt es heute nicht mehr, weil man die Lehrberufe auch nicht so braucht dafür, kann man heute Star werden. Was könnte ich werden? Star. Starmania. Also heute ist es so, gleich Star, nicht Spengler, gleich Star werden. Also mehr so, weil wir von Siegern und Verlierern vorhin gesprochen haben, heute sind ja die Sieger hauptsächlich im Gespräch. Es ist nur von Siegern immer die Rede, nur Sieger zählen. Das stimmt aber nicht so ganz, weil Sieger sind nicht so viel. Da ist der Herr Kurt Vonnegut vor Jahrzehnten schon draufgekommen, hat gesagt, Sieger sind dünn gesät. Sieger ist einer oder ein paar. Richtung Verlierer werden es dann immer mehr. Wie eine Pyramide geht es auseinander. Und dann unten ganz viel Basiswappler an der Pyramidenbasis. Oder nehmen Sie den New York Marathon. Da rennen 50.000 Leute und einer gewinnt. Das ist nicht einmal eine Pyramide, das ist so ein Strich und endlos. The Loser Line, 49.999. Ja, und das ist, weil so von Siegern und nur die Sieger zählen, weil von denen immer die Rede ist. Ich glaube, dass die jungen Leute, dass es heute ein bisschen anders ist als früher. Das sage ich jetzt nicht, weil ich alt wäre, dass ich da herumjammern tue, aber es hat sich was geändert. Früher hat man doch mehr zusammengehalten. Also im Freundeskreis, wenn man so unterwegs war, da haben doch die anderen geschaut, wenn man irgendwie falsch angezogen war, hämmert verknepfelt, Hosentier offen, Schuhe verkehrt an, haben doch die anderen gesagt, schau dir an, wie es da ausschaut, so kannst du nicht auf die Straßen gehen. Heute, wenn einer so daherkommt, sagen die anderen, bleib und bleib so. Da haben sie bessere Chancen, wenn der wie ein Trottel daherkommt. Also, doch überall das Konkurrenzdenken drinnen. Auf der anderen Seite ist es auch heute so, dass viele Leute, die schon was sind, die wer sind, sie machen so aufhören, dass man sich fragt, ja, hat der keine Freund, dass ihm die irgendwann einmal sagen, halt einmal die Pappen oder bleib daheim, lass dich nicht ausschauen, ich weiß nicht. Ich persönlich bin ein Mensch und ich möchte ein Mensch auch in der Hofburg bleiben. Ich möchte ein Mensch bleiben, ein Mensch. Ich persönlich bin ein Mensch und ich möchte ganz persönlich und auch als Frau meinen Mann immer stellen. Als Frau. In der Hofburg und auf dem Gärten Parkett der Diplomatie. Auf meiner Diplomatenspur. Im Fond meines S-Mercedes. Im Sacher im Chanel-Kostüm. Im Dirndl auf der Alm. Im Skizirkus küssend. In der gemischten Sauna. Als Frau, als Frau, als Frau, als Frau, als Frau, als Frau, als Frau. Ich persönlich heirate gerne, kirchlich und ganz in Weiß. Und immer wieder, immer wieder, immer, bis ich nicht mehr weiß, wie ich heiß.
Ja, ich weiß, ich bin tüchtig. Und sakramentensüchtig. Und ich öffne die Türen ganz weit für die Welt. Hereinspaziert Welt, hereinspaziert Welt. Ja, fürwahr, ich wär selig, selig gesprochen wie Kaiser Karl einst. Wenn der Herrgott es will, die erste Frau als erster Mann, Mann im Staat. Ich persönlich als Mensch und als Frau. Herzliche Grüße. Grüß Gott. Herzschmerz und dies und das. Holleri, hollera, hollero. Österreich. Biniti, binita, binito. Musselin, Musselin. Oder doch Kortsand. Jetzt ist mir die Zugefrau davon gerannt. Ui, Jägerl. Ja, tagespolitisch nicht mehr aktuell, aber man vergisst ja so schnell in der Innenpolitik. Ne? Eine kleine Reminiszenz an einen der dümmsten Wahlkämpfe aller Zeiten. Unglaublich, eine Beleidigung der Intelligenz. Aber Tadl, die Frau hat ein tolles Beraterteam gehabt, die hat mir lange zugeredet, damit sie sich endlich outet als Mensch. Sie hat es getan und ist auch wunderbar eingegangen. Über der Straße immer wieder sind mir Leute begegnet vor den Plakaten, wo der eine gesagt hat, na, ist doch ein Mensch, ja, ne? Und dann hat er gesagt, ja, aber Frau auch. Ja, ja, Frau auch, aber Mensch auch. Also Mensch und Frau, Frau und Mensch. Wunderbar eingegangen, der Plätzchen. Ne? Wettbewerb, wer ist ein Mensch, wer ist kein Mensch. Also, war eine wunderbare Geschichte. Ich tue mich gern zurückerinnern. Es war ein Jahr, es ist ungefähr her, über ein Jahr. Damals gespielt schon und bin am Abend nach der Vorstellung immer flugs nach Hause geeilt, um mich einzuloggen im Internet, weil ich wusste, diese Frau schreibt jeden Tag einen wunderbaren Aufsatz im Internet. Habe mich dann eingeloggt, ein Valium geworfen und habe dann diese literarisch höchstwertigen Aufsätze gelesen. Mein Lieblingsaufsatz ist so gegangen. Heute waren wir in Adnang-Puchheim. Das Wetter war nicht so schön, aber die Leute so herzlich. Und der Heinz ist wieder 12 Minuten zu spät gekommen. Den Gegenkandidaten hat es immer ein bisschen vernadert. Den hat es immer erleichtert trug. Der Heinz hat wieder sein Turnsackerl vergessen. Der Heinz hat schon wieder am Klo geraucht. Ja, hat es wunderbar gemacht. Darum hat es auch gewonnen. Also habe ich geglaubt. Also ich bin heimgekommen, sehe ich im Fernsehen, sind da so im Tiger ein Löwen gewandelt, sind wie die Geisteskranken herumgekupft. Und da bleibe ich nachher erst davon, es war eine rasende Niederlage. Wahrscheinlich haben die Berater gesagt, tut so, wie wenn es gewonnen hätte, vielleicht glauben sie die Trotteln. Das ist ja auch, ist ja auch eine Methode. Ja, ich muss an dieser Stelle, muss ich Abbitte leisten für frühere Programme. Es war so, dass ich immer wieder auf der Bühne hier Behauptungen aufgestellt habe, von denen ich natürlich überzeugt war, weil ich nicht lehren tue auf der Bühne, die sich nachher nicht als nicht haltbar erwiesen haben. Und durch die linke Paranoia bedingt wahrscheinlich ist es immer wieder passiert, wo man gleich Verschwörungstheorien sieht, wo überhaupt keine sind. Weil da war, es ist Jahre her, da habe ich zum Beispiel auf der Bühne behauptet, dass hinter den Politikern in Wirklichkeit andere Kräfte und andere Menschen stehen, die in Wirklichkeit die Fäden ziehen. Und ich war damals, da war ich überzeugt, das sind die Dentisten und die Zahnärzte. Weil das war damals, wie der Kanzler da war, mit den Zähnen, was da war. Nicht da, der, was da nach Südamerika gegangen ist, nicht? Nicht der, was den Hund da gelassen hat. Da war ich überzeugt, das sind die Dentisten und Zahnärzte. Bin nachher erst draufgekommen, es war sein damaliger Spin-Doktor, sein Berater, der in der Zwischenzeit schon zum Stronach geflattert ist. Der hat ihm damals zart in die Wiblinger Straßen zur Gebietskrankenkasse, da haben sie die Zahnersatzabteilung, haben sie alles angeschaut, die Vollklaviere sind um dumm gelegt und der hat gesagt, Wickel nimmst größere, das ist auch Geld. Und der hat sich dann gleich schon. Dann ein paar Jahre später war ich wieder überzeugt, die Friseure stehen hinter den Politikern. Weil da haben alle mit den Haaren so angefangen. Also angefangen hat der Kärntner Landeshauptmann, der immer schon ein Vorpreschender war, ein Innovateur sozusagen. Seit er die politische Bühne betreten hat, verfolge ich ja alles, was er tut, mit größter Aufmerksamkeit. Darum weiß ich auch, der hat ja mit den Zehnten das schon vor 1,5 Jahrzehnten erledigt. Der hat ja auch die Futterschober, der Querstieg gehabt, wie die Domino-Steiner. Der hat sich ja damals schon. Er hat sich ja damals schon die Pappen pegeln, also die Pappen nicht, leider, aber die Schauber pegeln lassen. Und der hat dann
vor einigen Jahren ist das losgegangen mit den Haaren. Weil ich hab, wenn ich mir Fotos anschaue, von Politikern speziell, ich habe so einen Röntgenblick. Wenn ich mit meinem Freund, mit Deichsmann, wenn wir schauen richtig hinein in das Foto. Und da ist mir aufgefallen, eine Zeit lang hat er sich so, haben sie ihn so komisch zum Kampen angefangen. Da war so ein Strähnchen, das haben so fächerförmig auseinander, dass alles so bedeckt war und mit Spray, mit Taft angesprüht, wie ein Plot. Und man denkt, wenn der Unterluft kriegt, stützt ihm das auf. Wie eine Baseballkappe, da kann er im eigenen Wald Holz hacken. Geh, aber ich habe dann später erfahren, der hat so einen scheckigen Haarausfall gehabt und ist dann öfter nach Afrika geflogen zu seinen Freunden und hat sich dort von einem Mandelpavian die Irksenbuschen einpflanzen lassen. Und hat aber dann gleich in Kärnten die Landtagswahl gewonnen, der Wuschelkopf. Nein, in Wirklichkeit hat er gewonnen, weil die Kärntner haben sich Sorgen gemacht. Die haben gesagt, Ma, der Jörgerle, jetzt hat er so viel hergeschenkt in Wohlkampf. Jetzt müssen wir schon wollen, dass er sich das wieder zurückholen kann. Ja, der hat ja hergeschenkt. Die Kärntner haben alle Sicherheitswesten bekommen damals schon. Werden sie auch brauchen. Interessant ist jetzt, die waren schon orange damals, wie er es hergeschenkt hat. Schon Zeit her. Der hat schon vorausgetan. Ja, und dann haben alle mit den Haaren so angefangen. Auch der Chef der Sozialdemokraten, der größten Oppositionspartei, der hat doch früher so eine lustige Teigstolle gehabt. Da haben sie gesagt, na, Kampe das Viere. Jetzt Kampe das ist Viere und schaut wieder wie eine Teigsfigur. Es ist schwer. Es ist schwer auszukommen. Und manche. Heute weiß ich, das war alles ein Blödsinn. Hinter den Politikern stehen in Wirklichkeit Beraterinnen und Berater. Höchstkarätige Beraterinnen und Berater, Psychologen hauptsächlich. Österreich ist ja völlig durchseucht von Psychologinnen und Psychologen. Überall sind sie in die Supermärkte, in die Nachmittagsvertrottelungstalkshows, unser Psychologen. Ja, das habe ich bitte. Also überall sind Psychologen. Ich bin direkt froh, dass ich das seinerzeit abgebrochen habe, dieses Studium. Sonst wäre ich auch beteiligt an der Verhurung der Wissenschaften. Und überall tauchen sie auf, überall sind Psychologen. Tollen Fernsehshows. Also ich weiß nicht, ob Sie es damals gesehen haben. Eine der tollsten Fernsehshows, die der ORF jemals produziert hat, war dieses Österreich sucht den Charaktertyp. Nervenzerfetzende Sendung. Ich habe immer Speed werfen müssen, wie ich geschaut habe. Das hat ja stundenlang gedauert. War eine tolle Sendung. Toll aufgemacht. Tolle Moderatorin, die Frau Dodo. Die haben das Knopf von Auftritt nur die Stegelschuhe umgetragen. Die hat die Stegeln vorn gehabt am Anfang. Wird schon aussehen. Nein, die Stabeln gehören hinten. Ach so, das ist ungewohnt, weil das dann. Und während der Show hat es immer hingewiesen, hat es gesagt, unser Psychologen-Pendel, Panel hat es gemeint, aber ausgeschaut haben sie wie wenn sie sich ins Pendel hauen wollten. War nicht die erste Garnitur am Psychologen, die dort gesessen ist. Die erste Garnitur steht hinter den Politikern. Die beraten die Politiker, die sagen ihnen, wie sie sich verhalten sollen. Die haben ihnen diese Superlativsprache beigebracht. Die beste Steuerreform aller Zeiten. Ja, wie wird dann die nächste hassen? Die besteste Steuerreform. Man weiß es noch nicht. Die tun also sie Attribute einfallen lassen für Politiker oder für die Regierung. Die Regierung der besten Köpfe. Die ruhen auch am besten. Das sind schon einige dahin geburzelt. Und die haben ja auch beraten, den jetzigen Kanzler, damals, wie er als Dritter Erster geworden ist, haben sie ihm. Da waren sie noch im. In dem unterirdischen Tunnel am Weg zur Angelobung haben sie ihm schon gesagt: Weg mit den Gurgelpropeller. Die schaut so halawachelartig aus. Nicht mehr Krawatten. Und seither trägt er Krawatten, bei dem schaut alles so groß aus. Und die haben sich auch eine Zeit lang überlegt, ein Attribut für ihn, wollten ihn verkaufen, so der größte Zwerg. Wir in Österreich haben den größten Zwerg. Weltweit der größte Zwerg. Als Superlativ der kleinste Riese war auch gegangen. Weil sie ungefähr gleich groß sind. Aber es ist ein negativer Superlativ. Der größte Zwerg ist super. Und diese Krawatten, die man Versteifung innen, damit er nicht vorn überkippen kann. Damit ihm nicht das passiert, was seinem großen Vorbild passiert ist, der im Parlamentsclub der ÖVP hängt und der kürzlich im Parlament auch gefeiert wurde, das er seinerzeit ausgeschaltet hat, aber das wissen die Deppen nicht. Denken Sie sich, der Arbeitermörder Dollfuß. Von dem war voriges Jahr ein tolles Foto im Standard drinnen. Der Dollfuß war zu Besuch bei seinem Kollegen Mussolini in Italien und da gab es ein Staatsbesuchsfoto, das ist völlig irre. Da ist der Mussolini beim Staatsbesuch gegangen mit der Badehosen. Mit Matador-Kampe und mit Smart-Buckel wahrscheinlich einstecken, durch den Sand marschiert und daneben der Dollfuß so vorn übergeparkt, so, weil er so eine schwere Krawatten gehabt hat. Da
damals diese Berater noch nicht gehabt. Und diese Berater sind ganz toll, die sagen den Politikern, wie sie schwierige Inhalte oder Nicht-Inhalte formulieren sollen. Die geben ihnen vorformulierte Sätze, die sie dann anwenden können. Also da haben sie zum Beispiel damals dem Ex-Innenminister, jetzt kommen ein paar Ex-Minister jetzt vor, die schon davon gerollt sind, dem Ex-Innenminister, der jetzt in die Privatwirtschaft zurückgegangen ist. Also er ist ziemlich lang gegangen, aber jetzt ist er... Wir haben die in der Privatwirtschaft im Stückchen Strasser, komm endlich zurück, wir warten wie auf ein bisschen Brot. Jetzt ist er dort. Und wie er noch Minister war, dem haben sie einen tollen Satz gegeben, der hat damals angesichts der Flüchtlingssituation zu den Flüchtlingen gesagt, wir laden sie ein, zurückzugehen. Ein perfekter. Wir laden sie herzlich ein, sofort abzuhauen. Und so kriegen alle ihre Sätze. Es gibt auch schwierigere Fälle in der im Regierungsteam, wie unsere Geistesriesin und Sprachgigantin, die Bildungsministerin. Die scheint mir ein bisschen therapieresistent zu sein. Ja. Die haben es aber einfache Sachen gegeben. Die hat immer gesagt, weniger ist mehr, weil sie ja seinerzeit auf der Hilfsschule Mengenlehre unterrichtet hat. Hat sie aber nie ausgekannt. Also, ja, wer, lieber Minister. Die kriegen ganz tolle Sätze. Einen der schönsten Sätze hat bekommen einer dieser Short People, die der Randy Newman so schön besungen hat, mit der Dirty Little Minds, der Molterer, genau. Der hat einen tollen Satz. Der hat angesichts dieser Pensionssicherungsreform, das ist auch so eine Wortschöpfung, wenn sie einem was wegnehmen, sagen Sicherung, Pensionssicherung, da ist diese Bewegung. Da machen wir Pensionssicherungsreform, so, das sichern wir jetzt einmal, Pensionssicherungsreform. Da haben sich die Leute aufgeregt und gesagt, ja, das ist eine Reform und eine Reform muss man schon spüren, sonst ist ja keine Reform. Ja, ja, so ist das ja. Reform, sagen wir mal schön. Ne? So wie wenn einer einen anderen mit dem Messer in den Unterarm schneidet und der sagt, wow, das tut weh. Ja, sicher. Na, und Sie spüren nichts? Nein, ich schneide ja. Also, perfekter Start. Jetzt gibt es ja ein Problem mit Superlativ, der ist nicht steigerbar. Also da muss man sich was einfallen lassen. Wie der Kanzler eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, eine Zeit lang bei Interviews, wenn sie ihm das Mikrofon hingehalten haben, hat er immer gleich gesagt, unterbrechen Sie mich nicht. Ich habe noch gar nichts gesagt, ja, jetzt haben sie gesagt, halt die Pappen. Die Steigerung des Superlativs beim Sprechen war eigentlich nur mehr Schweigen. Schweigen. Und keiner schweigt wie unser Kanzler. Keiner schweigt schöner als er. Und es sagt auch das Sprichwort, Schweigen ist Gold. Oder wie der weißhaarige Tycoon aus Ebreichsdorf zu sagen pflegt, Stronachs goldene Regel, wer das Gold hat, macht die Regel. Ja, ja. Drum werden seine Rose bald gicken, was eh gescheiter war. Aber... Schweigen birgt halt wenig Inhalt, aber das ist wurscht. Da musste ich mich belehren lassen von meinem Team in der Programmvorbereitung. Die haben mich gezwungen, mir eine Fernsehsendung anzuschauen, weil es ist ja so, in den letzten beiden Jahren haben wir einige Sachen abgewöhnt, darunter auch Fernsehen, weil man gesagt hat, da warte ich auf die normale Altersverblödung. Also, die kommt eh, der Frontalkortex wird sich verschüssen durch die Nasenlöcher und die Demenz kommt eh. Da muss ich mich nicht noch extra bestreuen lassen von den Castle. Jetzt habe ich dir aber gezwungen, dir mal eine Sendung aufgezeichnet, wo ein Experte erklärt hat, woraus Erfolg besteht. Der hat so einen Flipchart gehabt und so einen dicken Fützler. Und hat, der Erfolg setzt sich zusammen, hat er gesagt, und da hat er geschrieben. 10% Inhalt sowie 35% Bekanntheit und 55% Image. Das ist der Erfolg. 10% Inhalt maximal. Besser ist weniger. Also mit null geht auch. Dafür vom anderen. Da gibt es auch einen wunderschönen Satz von dem Herrn Molterer dazu. Wie sie dann die Oppositionen aufgeregt haben über die Pensionssicherungsreform, hat er gesagt, da versucht man einen Klassenkampf auf dem Rücken der Pensionisten auszutragen. Der Satz heißt genau null. Geht aber wunderbar rein, weil die Pensionisten haben das gehört und gesagt, Klassenkampf, wo ist die Kommunisten, kommen schon wieder? Auf dem Rücken, wo ist auf meinem Bugel, wo ich irgendwas auszutragen? Austragen muss ich auch nicht, was, dass ich meine Pension kriege. Also hat wunderbar funktioniert. Und die haben auch die besten Berater, das ist eine eindeutige Sache.
Nun ist es so, dass es auch am unteren Ende der Erfolgspyramide Menschen gibt, die dort angesiedelt sind, die Loser, wie wir sie in der Fachsprache nennen. Und auch die bedürfen der Beratung, der Loser-Beratung. Ich habe versucht, in die Lage zu versetzen. Meine Experimentannahme war, ich wäre langzeitarbeitslos und versuche mir selber zu helfen. Na, bin ich mal ins Internet reingegangen, habe da herumgesucht, habe tolle Ratschläge auch gefunden. Einer davon war, wenn Sie sich vorstellen gehen, bereiten Sie sich möglichst gut vor oder bleiben Sie gleich zu Hause. Na, bin ich gleich zu Hause geblieben. Weiter geforscht im Internet und da habe ich einen tollen Rat gefunden, die Seitennummer gleich ausgedruckt und eingerahmt und im Arbeitszimmer aufgehängt. Da ist drin gestanden, wenn Sie sich vorstellen gehen, versuchen Sie, möglichst erfolgreich aufzutreten. Also ein Mensch, der überhaupt noch nie Erfolg gehabt hat in seinem Leben, ist als 7 Jahre Hockenstart. Der weiß überhaupt, der weiß gar nicht, was Erfolg ist. Der soll möglichst erfolgreich auftreten. Was soll der machen? Im Personalbüro oder in die Chefetage einigen und sagen, ich bin Konzernchef in Kuala Lumpur. Und kommt gerade an Ihrer Dreckshütte vorbei, Sie pfeife, hauen Sie ab, ich übernehme, oder was soll der machen? Erfolgreich auftritt. Ich überleg, was will ich erfolgreich auftreten? Vielleicht einen Orden, wenn man sie umhängt, ne? Wenn er einen hat. Na gut, Wehrdiensterinnerungsmedaille, die haben wir alle gekriegt, die Bewerbung. Ich hab sogar ich, der wollte mir es nicht geben, der General, aber der ist ihm aus der Hand gerutscht, ist mir reingefahren, ich hab's gleich eingesteckt und bin davon gelaufen. Dass man sich sowas aufgibt oder vom Bezirkswandertag ein paar Wanderpokale als Erfolgsinsignien, ein gescheites Hirl auf, dass man größer ist, Stöckelschuhe, das merken wir uns heute, Stöckel immer hinten, gell, das nehmen wir heute mit. Und dann erfolgreich auftreten, also gleich die Tür vom Personalbüro auftreten und eine scheint, ich gratuliere Ihnen zu meinem Besuch. Okay? Den Personalchef am Schreibtisch setzen, Computer runterhauen, einen Schaß lassen, wird nicht funktionieren. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Darum soll man auch nicht da laienhaft versuchen, sich selber zu helfen. Wenn man Beratung braucht, da geht man zu den Profis, zu den Professionals, da geht man zum AMS. Dort sitzen die Professionals im Arbeitsmarktservice. Das klingt schon ganz anders. Das klingt so outgesourced, das klingt so privatized. Arbeitsmarktservice. Früher Arbeitsamt, Arbeitsmarktservice. Die Leute haben am Anfang haben sie das nicht wollen. Ja, Service, muss man einen Ölwechsel oder wo? Ja, das Arbeitsmarktservice, outgesourced, Arbeitsmarktservice. Nennen die Arbeitslosen auch unsere Kunden. Wird immer größer der Kundenkreis. Ja, war eine erfolgreiche Geschichte. Es gibt überall Filialen, es ist eine Arbeitssupermarktkette, die sich durch Österreich zieht, mit vielen Kunden. Und dort müssen die Arbeitslosen hingehen. Da kriegen sie auch Beratung und Kurse werden angeboten. Die Kurse müssen die machen. Ja, weil sonst Kurs muss er machen, sonst kriegt er die Arbeitslose nicht mehr oder kommt in eine falsche Statistik rein. Also da werden Kurse angeboten. Und das hat sich durch das Privatizing, das Outsourcing, hat sich so eingebürgert, dass da freie Marktwirtschaft, dass da verschiedene Anbieter frei konkurrieren können, wo der Billigstbieter genommen wird. Das finde ich auch ganz toll. Ich glaube aber, dass sie in Österreich in manchen Bereichen, dass da sehr viele Ex-Stasi-Agenten jetzt tätig sind. Aus der untersten Garnitur, also die, die beim Beschattungsauftrag einen Sonnenschirm aufgespannt haben. Die haben nach dem Zusammenbruch der DDR Jahre verbracht in ostdeutschen Kaschemmen, abgelaufenes Pitralon saufend, ab und zu ein Spanisch Leder hinter die Binde gegossen, bis einer die Stockzähne ausgefallen sind wie Gewürznageln. Und die sind jetzt in Dreiskirchen als European Homecare und betreuen unsere Flüchtlinge unter anderem und bieten als Billigspieler auch Kurse an. Da gibt es tolle Kurse am AMS, AMS würde ich fast sagen. Klingt ein bisschen AMS, ich sage AMS, what are you doing on AMS? Also, da wird so Telefonierkurse, die haben am Anfang falsch angeboten. Da ist immer gestanden, Telefonier-Basic-Kurs. Da habe ich einen gesehen, der ist davor gestanden und gesagt, was? Der Basic will mir Telefonieren beibringen. Er kann ja selber nicht telefonieren, der Trottel. Dann haben sie Telefonierseminar geschrieben. Das wollten sie überhaupt, ich will kein Pfarrer werden, was ist da? Das ist der Telefoniergrundkurs. Und da ist in den Kursräumen sind ganz kleine Sesseln und Tischeln. Das hat ja Methode.
Ich habe das selber erlebt, in der meine Kinder waren noch in der Volksschule, war einmal auf einem Elternsprechtag und da sind wir auch als Eltern auf die kleinen Sesseln gesessen, die Lehrerin so vor uns wie ein Brontosaurus auf und ab gegangen. Kommt man sich vor wie ein Vogelbimmel. Ja, und da ist es auch. Da sitzen die auf den kleinen Sesseln, dann kommt der Kursleiter herein und sagt, so, heute lernen wir telefonieren. Wir machen das mit verteilten Rollen. Sie, Herr Matschalka, Sie werden jetzt arbeitslos. Ja, bin ich eh. Ja, aber Sie werden jetzt arbeitslos. Ja, ich bin noch immer arbeitslos. Ja, tun Sie nicht herumtüfteln. Sie werden jetzt arbeitslos. Und Sie, Frau Peinlich, Sie sind Personalchef. Ich bin jetzt Personalchef. Nein, Sie sind arbeitslos. Und er ruft Sie an. Aber er kann ja reden mit mir, wenn er da... Nein, er ruft Sie jetzt an. So, jetzt rufen Sie es endlich an. Das Telefon ist ja nicht angehängt. Übertreiben Sie das nicht, Herr Matschalka. Na gut, ja. Nicht, Riep. Riep. Übertreiben Sie das nicht, Herr Matschalka. Ja, wenn Sie nicht anheben. So geht das weiter. Die wechseln dann die Rollen, lernen das immer besser. Ich meine, es ist so, die Leute können eh telefonieren. Was sie nicht können, ist telefonieren spülen. Das ist was völlig anderes. Sehr viele Menschen, wenn man sagt, können Sie gehen? Ja, schauen Sie, ich kann gehen. Gut, dann gehen Sie einmal vor der Kamera oder auf der Bühne. Zack, reißt Sie ihm schon zusammen. Ja, doch, wie geht es gehen? Also die kriegen eigentlich eine schauspielerische Ausbildung dort. Das ist auch gut so. Wir brauchen jede Menge grottenschlechter Schauspieler für die Nachmittags-Vertrottelungstalkshows als Dummy-Publikum, die Fuhrburschen, als wir Nachburschen da haben, die Gerichtsshows als angeklagte Verteidiger, whatsoever. Also da können wir diese Leute ja alle unterbringen. Und manche werden auch privat ihr Glück finden durch diese schauspielerische Ausbildung, die sie ja öfters durchmachen müssen. Der eine oder andere wird zu Hause der Gattin vorspielen, dass er einen Job hat in der Früh. Schatzl, höchste Zeit, ich muss schauen, dass ich weiterkomme ins Büro. Geht mir seinen Aktenkoffer den ganzen Tag in einer Firma umeinander. Mit der Zeit kennen sie ihn dann schon. Dann grüßen sie ihn schon und spätestens, wenn er Essensmarkerl hat, ist er dabei. Dann streiten sie, er hat schon 25 Jahre da. Am Abend kommt er nach Hause. Ah, das war ein schwerer Tag, was wir mit den Südkoreanern beinhart verhandelt haben. Was gibt's zum Essen, Schatzi? Also, der wird es so schaffen und andere, auch auf der untersten Ebene, schaffen das auch, ihr Glück zu finden durch diese Ausbildung. Ich habe da vorher so einen kennengelernt, der hat mir erzählt, er ist. Mitten in der Nacht am Heimweg vom Wirten Blonzen, fett vom Wirten Hamdamet, und ist da ins Gespräch gekommen mit so einem Poppendeckel-Gendarm. Dabei plaudert, diskutiert, Promillegrenze hin, 160 her, dann direkt in Streiten kommen, da haben sie sich wieder versöhnt. Und wie er ihm ein Puzzle geben wollte, ist ihm der abgebrochen. Früher war er davon geredet, aber so hat er das Beste draus gemacht durch seine Ausbildung, hat sich die Trimmer mitgenommen und jetzt stellt er sich immer dorthin, wo immer der Poppendeckel-Gendarm steht, wo die Autofahrer sagen, ja, der Poppendeckel-Gendarm, jetzt steht aber er dahinter mit seinen zwei Trimmer, heute sie und wenn sie da sind, hupft er viel, ich werde, gib mir meine Hohle Anzeige, ist gut klar. Und schleifen sie sich. Ganz glücklich auch. Und ich habe mir überlegt, diese ausgebildeten Arbeitslosen könnten wir auch anderswo einsetzen. Safari-Park beispielsweise. Da muss ich eine Geschichte erzählen, das war ein Schock für mich im vergangenen Jahr. Wir haben probiert in Wien das Programm und es ist so in Wien, ich wohne am Stadtrand, aber in Wien, wenn ich bin, fahre ich meistens mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und am Heimweg von der Probe sitze ich in der Schnellbahn und gegenüber von mir liest einer die Kronenzeitung und ich lese die Überschrift, steht dort Gänserndorf geschlossen. Na, servus, haben wir denn, jetzt haben die Gänserndorf zugemacht. Gut, fahre ich halt nach Stuckerau. Ich bin dann auch in Floridsdorf, wo es sich gabelt, weil mein Zug war Richtung Gänserndorf. Bin ich zum Lokführer, viele sage ich, hört, fahr nicht nach Gänserndorf. Da ist zu, in der Krone steht's schon. Fahr mit mir nach Stuckerau. Nein, da hat sich nicht beirren lassen. Bin nachher erst draufgekommen, die Krone hat gemeint, der Safari-Park Gänserndorf wird geschlossen. Um Gottes Willen noch mal ein Ding. Jesus, man hat die. Also Erinnerungen sind in mir hochgestiegen, Bilder. Es war ja so, vor Jahrzehnten, als der eröffnet wurde, war ich ja einer der Gästen der ersten Stunde. Mit meinen rostigen, verbeulten R4 damals, mit dem Rauchend, mit den Geschloppen drinnen. War ein heißer Maitag, werde ich nie vergessen. War der erste 8,5 Kilometer Stau im Morchfeld. Ist aus dem Weltraum beobachtet worden. Ich glaube, der Juri Gagarin hat gesagt, was ist das? Und... Und das Schönste war,
Dort habe ich so richtig hautnah die Tierliebe der österreichischen Menschen erlebt, die vom Krone-Herausgeber so oft gepriesen wird. Die österreichischen Menschen lieben Tiere, das habe ich dort gesehen. Der österreichische Mensch liebt das Tier. Lieben heißt füttern. Einem in Kittekat in Koda. Bis er rollt, bis er die Haxen immer am Boden bringt. Bis er die Nierendeln zerreißt. Tierliebe ist füttern und Naturliebe ist Rosen machen. So schaut's aus in Österreich. Das ist seit so uns schon wieder begonnen. Das Erste, was ich gesehen habe, vor mir ist ein Autobus gestanden, hat der Buschauffeur einen Elefanten so ein Bratelfettenbrot eingeschoben. Und Chef, ich bist du deppert, schau, wie es ihm schmeckt. Der Elefant ist gleich in einen Baum reingerannt. Und manche Tiere haben sich auch gerecht. Ein kleiner Elefant hat seinen Kopf ganz in einen Opel Kadett drinnen gehabt. Wahrscheinlich, weil sie mal Klachlisuppen gegeben haben oder Vanillekipferl. Jedenfalls haben sie dann nichts mehr gehabt, ist er zornig geworden. Hat er so gestempelt mit dem kleinen Auto. Da haben sie recht quietscht im Kadett drinnen. Und dann noch so, nach 4-5 Stunden sind wir doch 10 Meter weitergefahren. Und waren dann im nächsten Gehege und da bot sich mir ein wunderschönes Bild. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich es noch vor mir. Wunderschön. Da ist unter einer Schwarzföhre ist dagegen ein kleines Nilpferd, ein junges Nilpferd, Flusspferd, Küken oder wie das heißt bei den Viecher, Welpe, also ein Geschropp, also ein kleines Nilpferd ist dagegen unter der Schwarzföhre. Weil, es war wunderschön. Weil es ist ja so, Sie haben sicher schon so Universumfilme gesehen über Afrika. Da gibt es einen tollen Film über Flusspferde, wo die, so 16 zu 9, wo die Flusspferde aus dem Obango herauskommen. Zuerst sieht man nur diese Nüstern, wo sie ausschauen. Und dann kommen sie raus, tun den großen Schädel so raus. Und das Erste, was sie machen, ist so. Das heißt, wo ist die Schwarzföhre? Die legen sie am liebsten unter der Schwarzföhre. Ein paar Bockerl drunter, das schön weit. Und da ist das kleine Nüpferd gelegen und es war Mai, Muttertag war nicht weit, die Leute haben viel Mehlspeis mitgehabt. Und das war bis daher zudeckt mit Mohn und Nussstrudel. Und wie so ein Patchwork-Decken ausgeschaut. Auf der Schulter hat schon ein bisschen einen Sonnenbrand gehabt, haben sie einen Topfenstrudel drauf gehabt. Ein Volk von Dermatologen. Also wunderschön. Jetzt sperren sie mir das zu, um Gottes Willen. Und da, dann, da könnte man diese ausgebildeten Arbeitslosen einsetzen. Nicht als Futter jetzt, um Gottes Willen. Nein, die Viecher sind eh schon weg. Nein, als Besucher. Ich habe nämlich die Idee gehabt, ich bin ja zum Teil im 10. Bezirk in Wien aufgewachsen und da war es nicht weit nach Schönbrunn und ich war als Kind schon zoologisch interessiert und bin da eine Zeit lang jeden Tag nach Schönbrunn rumgewandert und haben mir die Viecher angeschaut und mit der Zeit sind wir die Mainstream-Viecher, waren wir dann schon Fahrt, Zebra, Giraffen oder was. Ich habe mich dann konzentriert auf die selteneren Tiere, bin eigentlich nur mehr zu Gehegen und Käfigen hingegangen, wo man nie ein Viech drin gesehen hat. Wo es gestunken hat wie 1000 Viecher. Aber es war keins drin, war so 4 Löcher im Boden und am Gitter ist meistens so ein Emailschüttel gestanden. Mein Lieblingsgehege, da ist drauf gestanden, Löffelhund Afrika. Aber ich habe nie den Löffelhund gesehen. Jetzt bin ich 4 Wochen, jeden Tag, von früh bis spät vor dem Löffelhundgehege gestanden, niemals den Löffelhund gesehen. Dann war es mir zu blöd, bin ich zum Wärter, sage ich, Hörns, wo ist denn der Löffelhund? Sagt er, der schläft. Sag ich, aber in Afrika schläft der, aber da sind Rotzen drin in die Löcher. Und das hat mich auf die Idee gebracht, dass man diese ausgebildeten Arbeitslosen vor die leeren Gehege im Safaripark stellt, immer paarweise, immer zu zweit. Und der eine sagt dann, bist du deppert, hast du das gesehen jetzt, wie das Blut da jetzt noch angespritzt ist? Und der andere sagt, ah, Wahnsinn, das siehst du normal in einem Universum, nicht einmal siehst du das. Und daneben steht ein Uneingeweihter, der sagt, bitte, was sehen Sie da? Dann haben Sie nicht gesehen, wie der Leopard das Gnu da jetzt gerade zusammengerissen hat, das nur so gespielt. Wo, da ist ja nichts. Ja, jetzt ist er schon weg. Und jetzt sagen Sie vielleicht, den Geparden dort drüben sehen sie auch nicht rennen. Dann ist der schon wach und sagt, ah, oh ja, den sehe ich. Das ist überhaupt nicht. Dass man die als Anreißer, dass man die dort einsetzen könnte. Nun ist es so, jetzt haben wir die Leute von der untersten Ebene untergebracht. Es geht aber noch tiefer. Darunter gibt es noch eine Ebene. Dort befinden sich die, die mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind, die gestrauchelten Menschen. Und ich muss es sagen, man wird es von mir nicht so erwarten, aber ich muss es sagen, wie es ist. Immer mehr Ausländer dabei. Bald werden sich die Sprichwörter ändern. Man wird nicht mehr sagen, die stellen wie die Roben, sondern die stellen wie die Rumänen. Und da hat ja
ein ehemaliger Justizminister, der mit den schlecht verheilten Gesichtsverletzungen, der hat da eine tolle Idee gehabt, weil er gesagt hat, da sollte man österreichische Gefängnisse gleich in Rumänien bauen. Nicht? Da hat man österreichische Häfen in Rumänien, weil dann braucht er nur einmal aufgekommen, einmal was happen und ab geht's ins österreichische Häfen, wo es immer Topfenstrudel mit Vanillesoße gibt und Schnitzel und Schweinsbraten. Und da haben wir gedacht, eine tolle Geschichte. Man könnte dann auch für die 8 Millionen nigerianischer Dealer, die Österreich bevölkern, in Nigeria österreichisches Häfen, dann braucht er nur einmal aufgekommen, ein bisschen was verchecken und ab geht's ins österreichische Häfen in Nigeria. Da freuen sich die Verwandten. Obango, du hast es geschafft. Endlich im österreichischen Häfen in Nigeria, wo es immer die herrlichen Topfengolatschen gibt. Also, das könnte eine tolle Geschichte werden, aber überlegt, das könnte ein Exportschlager werden. Österreichische Qualitätshäfen für die Welt. Reißen Sie uns aus den Händen, eine tolle Geschichte. Das wäre die wirkliche Entwicklungshilfe. Nicht in den Schulen bauen. Dann lernen sie lesen und schreiben und werden noch gescheiter, machen schlauere Verbrechen da. Nein, die sollen blöd bleiben, Analphabeten, damit der rumänische Einbrecher an der Tür nicht lesen kann. Ziehen, drücken, rennt an. Stürzt zu Boden mit einem Schädel-Hirntrauma. Man braucht ihn nicht mehr aufklären auf Zeitung. Aber es hat mich auf die Idee gebracht, zu exportieren Problemfälle. Es hat dann der ehemalige Innenminister angesichts der Flüchtlingssituation auch gesagt, einmal vorgeschlagen, Flüchtlingslager an die Grenze zu bauen. Aber das ist eine halbe Geschichte. Ich würde sagen, Flüchtlingslager gleich in das Land, aus dem die flüchten wollen. Dass man es gleich dorthin baut, weil dann brauchen die nicht so weit umeinander flüchten. Da haben sie das gleich daheim und wenn sie nicht wissen, wo es ist, können sie dort sicher zu einem Militärpolizisten hingehen und fragen in der Landessprache halt, bitte, ich möchte flüchten. Dann wird er sicher sagen, ja, wohin denn, Gor? Ja, nach Österreich. Ja, zwei Gassen weiter und dann links, wo es dann noch Schnitzel ist. Das ist am richtigen Platz. Also, das hat mich auf die Idee gebracht. Exportieren, Problemfälle exportieren. Nicht nur die Flüchtlinge, nicht nur die Verbrecher, sondern auch andere Problemfälle. Verhaltenskreative Jugendliche. Auslagern, ein Begriff aus der Wirtschaft, auslagern, Sozialfälle auslagern. Und das hat mich auf den Weg geführt zu unserem größten Problem, das uns heute schon die Haare vom Kopf frisst und das uns über kurz oder lang jeden Lebenssaft aussaugen wird. Unser größtes Problem, die Mindestpensionisten, die Mindestrentner, eine Katastrophe, die bringen uns ja um allalong. Und da haben wir gedacht, auslagern, Mindestrentner auslagern. Eine Kampagne vielleicht starten, so nach dem Motto, go east, old man. Also, das war Richtung Osten. Ich habe damals am Anfang so, ja, nach Ungarn, aber die sind jetzt bei der EU und dann weiter. Und Rumänien, die kommen auch irgendwann. Moldawien, Transnistrien, eines dieser sicheren und stabilen Länder. Aber das ist alles zu nah. Und dann habe ich die Königsidee gehabt: Mindestpensionisten in die Wüste Gobi. Das ist einmal weit weg, da haben sie einen Platz, da können sie mit ihren zerschlissenen Jogginganzügen durch die Dünen wandern. Bitte in der Wüste Gobi bist du mit 10 Euro Weltmeister. Da kannst du um 10 Euro 300 Wurstsemmeln kaufen, wenn ein Standl offen hat. Also, ist ein gutes Klima, die Runzeln werden tiefer, aber sie werden gesund als wir. Wir haben mir eine Zeit lang Sorgen gemacht, dass die nicht so gesund werden, dass die vielleicht wieder zurückkommen. Als austroschstämmiger Genghis Pokorni Khan und mit Krumms habe ich uns die Schellen an. Aber das wird nicht passieren. Es ist so, eher so gedacht wie ein in der Wüste versiegender Fluss. Wir schicken es runter, die zerfallen dort zu Staub, bilden eine österreichische Wanderdüne, wo immer ein rot-weiß-rotes Fahnel aufgepflanzt wird. Also zurückkommen tun die nicht. Denn es ist so mit dem Alter. Jetzt, ich an der Schwelle des Alters stehend, habe mir natürlich meine Gedanken gemacht über das Alter und bin draufgekommen, wie es ist mit dem Alter. Mit dem Alter ist es so. Das Alter kommt und geht aber dann nie wieder weg. Das ist das Problem. Daher soll man rechtzeitig vorsorgen, solange man noch bei Kräften ist und solange man noch rüstig ist, soll man sich ausstatten. Weil schauen Sie, ich lasse mich nicht in diesen Konflikt hineintreiben mit den Jungen. Nein, ich will den Jungen nichts wegnehmen, im Gegenteil, ich will ihnen was geben und ich möchte ihnen auch nicht zur Last fallen. Daher muss ich rechtzeitig, solange ich noch kann, vorsorgen, damit ich denen nicht zur Last falle. Muss man mit Utensilien mich ausstatten, absichern und da habe ich einiges mir jetzt schon begonnen zu besorgen. Ich habe beim Edusho habe ich sehr viel gekauft. Weil die haben so eine Aktion gehabt, voriges Jahr im Winter, so wärmer. Da haben wir Pulswärmer, Ellbogenwärmer, Schulterwärmer, Hüftwärmer, Kniewärmer, Knöchelwärmer. Haben wir alle Wärmer gekauft. Mir sind es noch ein bisschen zu warm. So habe ich es in den Kartons drin lassen, im Keller gestapelt. Bevor sie meine Frau scheiden lassen, habe ich mich jetzt sperren lassen bei Meduscho. Aber wenn ich was brauche, stehe ich mich schon hin mit der Sonnenbrille von Eingang. Und wenn einer reingeht, gehe ich nicht mehr mit einem Bugelkratzer, 10 Euro stecken.
Ich habe außerdem was viel Besseres entdeckt. Ich habe einen Seniorenversandkatalog entdeckt. So dick. Die tollsten Sachen sind da drin, die ich noch nicht brauche, aber ich werde sie brauchen. Muss ich mir prophylaktisch einkaufen. Tolle Sachen. Alles 4 bis 5 Mal so teuer als im Normalhandel. Aber es ist auch richtig so. Die sollen ja das Gerstl nicht mitnehmen in die Gruft. Die sollen sie ja unter die Leute bringen. Soll ja was weitergehen. Da habe ich mir tolle Sachen gekauft. Unter anderem diesen Sicherheits-Seniorenstock, der ganz einfach aussieht, aber sehr viel kann. Ich brauche ihn ja jetzt noch nicht. Also ich kann ihn zusammenklappen, habe ihn mit dem Brusttaschel drinnen. Und wie das Knie wegbricht, bin ich schon wieder heute. Bin ich schon wieder auf der sicheren Seite, wie man sagt. Und der hat ganz tolle Features, wie Sie auch gleich sehen werden. Da haben wir hier vorne zum Beispiel diese Beleuchtung hier. Tun uns bitte nicht direkt reinschauen, ist ein Xenonlicht, brennt gleich ein Loch in die Iris. Steht auch in der Anleitung. Bei den Seniorenparkingen ist immer so ein großes Plakat drin, da steht ganz groß: Brille aufsetzen, Betriebsanleitung lesen. Da steht drin, beim Seniorenwandertag nicht den Nachbarn ins Eigel leuchten, dann brennt man am Saus. Und dann hat man vorne hier dieses Licht, aber auch in der Gegenrichtung, wenn Sie sich bewegen, sind Sie auch auf der sicheren Seite. Es kann praktisch überhaupt nichts passieren. Es kann nichts passieren, denn der sich annähernde Autofahrer erkennt es als Auto. Reduziert auf einen 50er. Und schießt dann halt mit einem 50er. Früher sind sie ja oft auskommen, die alten Zauseln. Weil sie sich dunkel gekleidet am Wegesrand herumgedrückt haben. Jetzt hat man doch vorn und hinter zuschauen, also da. Ich drehe das jetzt ab, bevor sich jemand verletzt. Und das hat noch ganz tolle Einrichtungen. Hier zum Beispiel haben wir dieses leichtgängige Pillenfach für die lebensnotwendigen Tabletten drinnen. Ja, das soll nicht passieren. Man ist nicht mehr imstande, sich zu bücken, man ist komplett steif. Lebensnotwendige Tabletten am Boden, was kann man machen? Man kann es mit Stecken durch die Wohnung treiben und stehend ein Pangel reißen. Oder man kann sie dazulegen, sie einnehmen und eine Woche später liegend ein Pangel reißen. Also, ich kann doch den Spagat einstweilen, da kann ich mir es noch aufheben und kann es wieder einstecken. Aber wie mir das passiert ist beim Testen, hat man gleich gedacht, na, da brauche ich noch ein Utensil aus dem Katalog. Und da habe ich gefunden, auf Seite 16 im Katalog, ich bin schon sehr alt und krank und kann mich nicht mehr bücken, aber die lebensnotwendigen Tabletten sind mir auf den Boden gefallen, Greifzange. Wo man das so von oben aufnehmen kann und da ist man wieder gerettet. Und da steht in der Anleitung drin, nicht auf den Boden legen, die Greifzange, gell? Da wäre es auch wieder sinnlos. Da kann man sich von oben die Pendel. Ja, das habe ich alles. Was habe ich mir dann noch besorgt? Es sind sehr viele Sachen, das ist wieder das nächste sein bei mir, mit meinem Kreuz, dass ich mich nicht mehr bücken kann. Also, das steht demnächst bevor. Es gibt sehr viele nie wieder bücken Utensilien. Zum Beispiel die nie wieder bücken Klo-Tabs. Die kann man so stehen, Klangs einwerfen in die Muschel und schäumt der Urinstein auf. Wenn man es daneben hat, frisst es Löcher in die Fliesen. Steht auch in der Anleitung, nicht lutschen. Er tut sehr viel Kalk in dem Bereich, dann schäumt es auf wie ein Schaumspitz. Ein Windstoß tragt ihm davon, rennst mit einem leeren Kragerl um ihn an. Da muss man aufpassen. Ja, das habe ich, dann habe ich mir noch besorgt, die Senioren-Möbelroller. Wenn man doch als greiser Mensch oft den vierteiligen Kosten ein bisschen verschieben möchte. Früher oft gescheitert, heute aber die Möbelroller, tun wir das drunter, dann quart man so auf, dann fällt er drüben runter. Nach 4 Stunden hat man auf die 4 Rollen drauf, hat aber vergessen, wo man hinschieben wollte. Und bricht wieder Weine zusammen. Ja, steht mir alles bevor. Dann habe ich noch den Milbenspray, habe ich mir auch. Weil die Hausstaubmilbe unterschätzt man. Ja, wenn man noch halbwegs rüstig ist, traut es ja nicht an einen heran, die Hausstaubmilbe, eine feige Sau. Aber wenn die spürt, der Mensch ist schon alt und schwach, hat doch noch Säfte in sich, dann hauen sie sich auf den drauf und saugen den aus. Da rollst davon wie eine Lurchmaus. Dann muss man sich prophylaktisch mit dem Milbenspray einsprühen. Ja, das habe ich auch alles. Und jetzt habe ich mir das größte Gerät da gekauft, das teuerste auch, jetzt vor kurzem. Ganz wichtig, weil es ist so, muss ich vorausschicken, wir wissen ja heute von der Versicherungswirtschaft, von der Polizei, von diversen Notdiensten, es gibt eine Todesfalle für den alten Menschen. Das ist die Badewanne.
sei es, sie ist voll. Er geht hin, schaut neugierig rein, kriegt Übergewicht, purzelt rein, das auf dem vollen Bootwandel. Oder sie ist leer. Er geht wieder hin, schaut neugierig rein, Übergewicht, purzelt rein, Schenkelhalsbruch und reißt ein Bangel in der leeren Badewanne. Also, es handelt sich um eine No-Win-Situation, wie wir das in der Fachsprache nennen. Und daher habe ich mir jetzt eine begehbare Seniorenbadewanne zugelegt. Das ist wie so aufgestellt, das Bootwandel, da geht man normal eine und dann Tür zu. Steht in der Anleitung, erst die Türe zu, dann erst einlassen, gell? Und dann nach dem Baden nicht gleich aufreißen, Stil. Schwappt dann durch die Wohnung. Ja, das habe ich mir alles besorgt. Und dann, wie ich im ersten Teil gesagt habe, natürlich geldmäßig auch sehr viele Versicherungen abgeschlossen. Ich bin voll abgesichert von tollen Versicherungsagenten, der Herr Cäsar, der mich da betreut, und meine Freunde. Und ich sehe das so als Zukunftsvision. In 20 Jahren werden wir am Seniorenwandertag daherwogeln und wir sehen ihn, werden wir ihm zurufen: Ave Cäsar! Morituri te salutant! Aber wir sterben nicht. Schau dann an, wie er da sitzt, kann eh kaum mehr schauen. Und wann, dann schaut er mich an, mit einem vorwurfsvollen Blick. Hast Ziegel geschupft und Kinetten geraten, beim Wiederaufbau oder beim Abbruch. War eh okay, aber jetzt ist's vorbei. Bist nur mehr ein Kostenfaktor, wie der uralte Steirer Traktor. Dauernd defekt und in Reparatur, unnädig wie eine angrennende Uhr. Aber wenn's jetzt nicht stirbst, bist selber schuld. Wir können uns die nicht leisten. Grad noch alles leicht und überhaupt ziemlich die meisten von euch. Schau dann an, wie er da sitzt, kann eh kaum mehr schauen. Und wann, dann schaut er mich an, mit einem vorwurfsvollen Blick. Was einmal war, ist lang vorbei. Die alten Geschichten haben wir tausendmal gehört. Alles schön und gut, aber jetzt bist nix mehr wert. Es tut mir ja leid. Schau, bei den Eskimo, da legen sie die Alten einfach hin. Bis der Eisbär sie frisst oder der Schnee verwahrt. Wenn's jetzt nicht stirbst, bist selber schuld. Wir können uns die nicht leisten. Gerade noch alles leicht und überhaupt ziemlich die meisten von euch. Die Zeit ist um, dein Spiel ist aus. Auf euch wart einer nur mehr. Der liebe Gott und vielleicht nicht einmal der.